So, liebe Handballfans, liebe Frischau-Fans, es ist wieder soweit, Spieltag schon und das heute ausnahmsweise mal an einem Montagabend. Und ich muss ja mir jetzt mal die Meinungen einholen von meinen Kollegen, wie sich's denn so anfühlt. Max Feinauer natürlich wieder dabei, Jan Reusch, ja, die Herren von Frischau. Wie fühlt sich's an am Montagabend hier in der EWS-Arena? Und man weiß, es wird auch noch voll, Max, oder? Das ist natürlich sehr ungewohnt. Ich glaube aber, es gibt als Handballfan, als Frischaufler keinen besseren Wochenstart als an dem Montagabend mit einem Heimspiel zu starten. So hat der Montag wenigstens was Schönes. Heißt ja immer, dass der Montag nicht ganz so toll sein soll. Ich glaube, heute ist er für uns alle auf jeden Fall toll. Und mit einem Heimsieg, glaube ich, kann er sogar noch toller werden. Genau, vor allem, ja, Jan, wir haben ja schon noch ein bisschen was gut zu machen aus dem Hamburg-Spiel. Ich finde, eigentlich war es so ein unentschiedenes Spiel. Vielleicht sogar, wenn da nicht die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung gewesen wäre, nicht unbedingt für Göppingen, wäre vielleicht sogar noch ein Ticken mehr drin gewesen. Ja, das war es auf jeden Fall. Also wir haben da eigentlich ein gutes Spiel gemacht, haben es in der Woche dann auch ausführlich thematisiert, auch im Mediengespräch. Die rote Karte gegen Josip hat uns da sehr, sehr wehgetan. Nichtsdestotrotz hat man die Chance eigentlich hinten raus, war dann aber ein bisschen auch vom Pech verfolgt. Ein paar Würfe, die unterkante Latte raus, wenn ich da an Kreschows Gegenstoß denke. Also es war mehr drin, aber umso wichtiger sind die zwei Punkte, die wir uns heute wieder zurückholen. Ja, allerdings natürlich gegen den Gegner, der auch dringend Punkte braucht. Wir haben zum Gespräch in Urkastelitz zum Beispiel gehabt. Da gibt es nachher noch ein Interview, ein schönes. Teile auch auf der anderen Seite. Also viel Göppinger Vergangenheit, spielt beim TBV. Und in der Tabelle, da sind sie zwar drei Plätze hinter uns, aber punktemäßig, da sind es nur zwei. Genau, es ist heute mal wieder ein richtiges Vier-Punkte-Spiel. Ich glaube, dafür ist die Definition gemacht. Wenn sie heute gewinnen sollten, schließen sie mit uns auf. Aber wir tun natürlich alles dafür, dass es nicht so der Fall sein wird. Genau, vor den Spielen am Wochenende, da war es 10. gegen 13. Daraus ist jetzt 11. gegen 14. geworden. Auf der anderen Seite, wenn unsere Jungs heute liefern, ja, ich schaue gerade hier mal auf die Tabelle, ja, da können wir schön Sprung machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen auch der Vorteil davon, dass die Liga so eng ist, wie sie ist, dass du mit einem Sieg dann doch relativ schnell schon Sprünge nach oben machen kannst. Wir haben es, glaube ich, vor ein paar Wochen auch bei Wetzlar gesehen, die mit einer kleinen Serie da so einen ordentlich Boden gut gemacht haben. Man muss aber aufpassen, weil genauso schnell, wie es nach oben geht, kann es natürlich auch nach unten gehen. Man sieht es jetzt hier. Deswegen, wir sind jetzt hier auf Platz 14, auf Lemgo sind es eben nur die angesprochenen zwei Punkte. Da kann es mit einer Niederlage natürlich schon so aussehen, dass die uns überholen. Auf der anderen Seite zwei Punkte nach oben auf Platz 8, alles möglich. Ja, aber Lemgo natürlich dann noch sogar einen Ticken mehr Druck. Klar, allein diese zwei Punkte, wenn man dann nach unten schaut, da hat es Teams jetzt mit 13 Zählern, BHC, Eisenach und auch HBW Balingen hat gezeigt in den letzten Spielen, die geben nicht auf da unten. Also man muss schon noch ein bisschen was auf die Habenseite kriegen, damit man Ruhe hat. Ja, je früher wir die Punkte sammeln, desto früher haben wir dann auch Ruhe. Und sieht's jede Woche in der Tabelle, da gibt es viele, viele Verschiebungen und wir wollen schauen, dass wir weiter nach oben klettern. Ja. Deswegen tun uns die zwei Punkte, die wir heute einsammeln werden, da sind wir uns sicher, die tun uns dann auf jeden Fall gut. Du bist natürlich der größte Experte von uns drei, Max, gell? Das wissen wir. Ich bin von der Höhe her größer. Ja, das stimmt, Körpergröße. Aber deswegen die erste Einschätzung jetzt auch von dir, Jan. Was erwartet uns für ein Match gegen den TBV? Wir haben zumindest die zwei Spiele in der Saison schon gut bestritten. Mhm. Deswegen lässt es mich auch positiv hier in das Spiel gehen. Ich glaube, wir holen uns den Sieg, obwohl sie natürlich auch eine super Mannschaft sind, sehr gute Einzelspieler haben mit Sutton und Hudecek vor allem auch, der in der Mitte das Spiel gut leiten wird. Aber ich glaube, unsere Abwehr wird heute aggressiv auftreten, wird die dann nicht zur Entfaltung kommen lassen und dann holen wir uns auch die Punkte. Genau, und dann haben sie natürlich mit Urein im Tor, der unsere Jungs auch kennt, nicht immer von Vorteil für uns, oder? Ja, also wir haben es ja dieses Jahr auch schon bei Rebi gesehen, als wir in Gummersbach gespielt haben, dass unsere ehemaligen Torhüter unsere Würfe natürlich kennen und auch den einen oder anderen wegnehmen können. Deswegen wird es interessant zu sein. Jan hat gerade schon gesagt, wir haben es dieses Jahr schon zweimal geschafft, Lemgo zu schlagen, einmal Liga, einmal Pokal. Das heißt doch so schön, alle guten Dinge sind drei, deswegen wird es auch heute wieder ein Sieg. Ich brauche von euch beiden jetzt schon mal das Ergebnis. Sag auch euch gleich warum, wenn wir gleich noch über den Zusammenspieltag sprechen. Ja, Jan, wer fängt an? Wie habt ihr das? Darfst du anfangen. Dann sage ich, es gibt einen 28-26 Heimsieg. 28-26 ist eingetragen. Und Herr Feinauer? 33-31. 33-31. Also, eng wird es dann trotzdem heute, da sind wir uns alle einig.
Ja, ich habe gerade angesprochen, du gehst jetzt nämlich gleich schaffen, aber ein Satz auch noch von dir dazu. Es gibt den Sammelspieltag, da unterhalten wir uns gleich genauer drüber. Aber es ist cool, dass man mit der OSG einen Partner für die Spieltagsshow hier hat, der aber auch so einen Spieltag möglich macht. Montagabend, und die Sitzplätze sind zumindest schon mal alle weg. Genau, ist jedes Jahr eine super Aktion. Max wird dann nachher noch mehr dazu sagen, aber es ist jetzt das dritte Mal, dass es stattfindet. Und die OSG ist da wirklich ein sehr, sehr zuverlässiger Partner und die Halle wird hoffentlich voll. Genau, zuverlässiger Partner ist da vor allem der Oliver Schunder. Der steht nämlich auch schon hier. Der wird jetzt mit dir dann gleich den Platz tauschen und bringt auch noch einen Gast mit. Und Max, du darfst ein kleines bisschen rüberrutschen. Dann machen wir den fliegenden Wechsel. Wir sehen uns nachher drüben in der Nähe, genau, beim Fanradio. Und Olli Schunder darf dazukommen. Sehr schön. Oh, Herr Schöngart ist auch da. Sehr, sehr schön. Oliver Schunder. George, wir duzen uns, oder? Hallöchen. Genau, ihr dürft einfach, nehmen wir George in die Mitte, oder wie macht ihr es? Genau, dürft ihr gerne. George, du musst mir jetzt helfen. Ich spreche es richtig, also wir sind beim Du, das ist okay, aber Cerami, ist es richtig oder Cerami? Cemari. Cemari. Genau. Oh, dann habe ich es komplett falsch hier. Oh, ja. Alles gut. Dann habe ich es mir hier falsch notiert gehabt. Aber wir machen George, dann tue ich mich auch leichter. Bevor wir gleich über die Gesamtaktion sprechen, von Vereinsseite, wir haben es gerade schon mal angedeutet. Max, ihr seid echt stolz darauf, dass ihr so einen Partner habt und so einen Spieltag heute hier am Montagabend machen könnt mit so vielen Vereinen, Institutionen, die heute dabei sein können. Ja, vor allem zum dritten Mal. Also das ist ja nicht eine einmalige Geschichte, sondern wir machen das mittlerweile zum dritten Mal. War zweimal bisher ein riesengroßer, toller Erfolg. Wir sind uns alle einig, dass es auch beim dritten Mal ein toller Erfolg wird und dass auch in einer vierten Auflage von dem Sommerspieltag absolut nichts im Wege steht. Man sieht einfach, dass das soziale Engagement, das gesellschaftliche, die Verantwortung, die wir da in den Fokus rücken wollen, extrem groß ist, auch hier in der Region. Und das wollen wir einfach mit dem Aktionsspieltag so ein bisschen nach außen präsentieren, gemeinsam mit der OSG. Genau. Olli, du bist heute natürlich auch wieder da und heute, normalerweise bringst du uns immer einen Verein mit und du hast schon so schön die Klatschpappe in der Hand, die habe ich auch hier neben mir liegen. Heute ist es nicht nur ein Verein, der da ist, auch wenn wir gleich mit George über einen ganz speziellen Fall mit einem Verein sprechen wollen. Ja, erstmal nochmal Dankeschön, auch dass so ein Engagement zusammen möglich ist und herzlich willkommen auch nochmal von mir an alle, die uns zuschauen und die auch diese Klatschpappe, ich hebe es ein bisschen höher, dann sieht man es, so muss ich es glaube drehen, dann sieht man es auch. Was wir heute haben, sind 36 Vereine, gemeinnützige Organisationen und Engagierte und davon die Engagierte hier zusammen. Und es sind 840 Gäste heute in der Halle. Das ist, glaube ich, ja, fast 25% von den Zuschauern, die Sitzplätze haben, sind heute alle engagiert. Und ich glaube, wir sind viel, viel mehr, die engagiert sind, aber die zeigen mir hier heute, das sind lauter aus alle verschiedenen Bereiche, Vereine. Wir haben heute unsere Auszubildende alle in Göppingen gehabt. Ich habe denen auch die Werte da vermittelt. Warum braucht man soziale Verantwortung? Wie machen wir das auch im Firmenkontext? Und habe dann wirklich alle einzelnen Vereine vorgestellt. Und zum Schluss war die Frage, was ist am wichtigsten? Und es kam keine Antwort. Und das ist korrekt. Der ist nicht ein Verein am wichtigsten, sondern es ist diese Vielfalt, Diversity und jedes Engagement, das hier stattfindet, ist am wichtigsten. Ja, und wie gesagt, du warst auch vorher dann schon hier, habt eine Führung gemacht. Max, da habt ihr auch wieder Hand in Hand quasi gespielt. Und ein schönes Produkt, das mir halt auch immer wieder ins Auge sticht, sind schon auch diese Klatschpappen. Und auch die Leute sind begeistert, die hier reinkommen. Zum einen, man hat ein tolles Erinnerungsstück und es werden auch Autogramme damit geholt, unter anderem von einem. Und jetzt kurz zuhören, den haben wir hier kurz im Interview. Der will die nämlich auch noch grüßen hier live in der Sendung. Du hast ihn zwar vorher schon gesprochen, liebe Regie, wenn ihr Teile vorliegen habt, dann schießt ihn mal einfach kurz ab. So, und da ist der Teile, der hat gerade schon mit dem Oliver Schunder sich unterhalten. Sommeraktion, immer schön, weil du bist ja auch Pate bei einem der Vereine, die hier oben auch mal vorgestellt worden sind. Und da bist du auch stolz drauf. Ich glaube, da ist der Kontakt auch nie abgerissen, stimmt's? Ja, absolut. Also ja, ich bin so ein bisschen der Pate von Ascha Varadi aus Köncken. Die unterstützen vor allem junge Mädchen und Frauen in Indien. Zugang zur Bildung ist ein großes Thema und Gesundheit natürlich. Und ja, die Möglichkeit, auch in die Schule gehen zu können, Kleinkredite, um auch ein bisschen, ja, um sich irgendwas aufzubauen. Und ja, da bin ich dabei und versuche es immer mal wieder medial auch zu pushen. Und schön, dass auch Göppingen mit der OSG-Lodge das auch immer wieder zusammen macht.
Ja, Olli Schunter ist nämlich gerade auch oben bei uns. Da richten wir auch liebe Grüße aus. Ja, du hast ihn gerade schon gesehen, aber trotzdem grüßen wir auch mal nach oben, weil von dem Interview weiß er noch nichts. Nee, Olli, grüß dich. Sehr schön. Damit gehen wir jetzt mal zurück und melden uns gleich nochmal zurück, weil ich will auch noch was zum Spiel wissen. Sehr schön. Lieber Gruß von ihm natürlich auch live. Wir haben gesagt, dann machen wir das auch für die Sendung hier. Wie gesagt, toller Kontakt von ihm zu seinem Verein, aber auch immer zu dir bestehen geblieben, oder? Der Kontakt ist bestanden geblieben, ja. Wir sind im Austausch dazu und ich habe ihm mitgeteilt, wenn er jetzt herkommt, heute ist diese Zusammenaktion und er hat gerade berichtet, ein Verein ist, wo er engagiert ist. Der ist auch hier mit drauf, hier unten. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, kannst du uns bitte diese Klatschpappe unterschreiben lassen von deinem ganzen Team. Und es war sehr, sehr, sehr schnell. Der Einzige, wo ich was später unterschrieben habe, der war noch bei euch zum Interview. Deswegen haben wir da warten müssen. Genau, das war der Uhr. War. Das war Uhr. Der Uhr Kastelic, genau. Sehr schön. Und auch der hat sich dann das nochmal ganz genau angeschaut, welche Vereine und hinterfragt. Und ja, es ist beeindruckend, wie viele Engagierte es gibt. Genau. Und einer davon, ein Produkt davon, nehmen wir. Genau, da wollte ich nämlich jetzt drauf zu sprechen kommen. George, ja, über den Verein Uganda-Hilfe ist der Kontakt entstanden zur OSG. Und was draus geworden ist, ist was ganz Besonderes. Denn du bist jetzt bei der OSG, richtig? Ja, vielen Dank. Jetzt, ich arbeite bei OSG und es ist alles gut. Ja. Ja, und da merken wir mal, Max, was aus dieser Aktion alles entstehen kann. Ja, ihr habt es zu Corona-Zeiten, also es gab es sofort dann schon, aber Corona-Zeiten, da hat man dann entschieden, dass wir das auch in dieser Spieltagsshow platzieren. Und das ist gerade auch so wieder so ein Moment, wo man genau weiß, man hat da alles richtig gemacht, das auch hier mit reinzunehmen. Genau, also solche Aktionen, solche Geschichten zeigen uns ja auch, dass es nicht nur ein leeres Thema oder irgendwie ein Platzhalter ist, sondern tatsächlich, das wird gefüllt mit Leben. Man sieht, dass am Ende tatsächlich was Handfestes, sage ich mal, draus wird. Und das ist einfach auch für uns als Verein schön zu sehen, dass es dann auch so angenommen wird. Und George, wie empfinden wir das, wenn der Arbeitgeber sich auch noch so engagiert? Da ist man schon auch stolz, oder? Ja, es ist ein gutes Gefühl und ich bin immer dankbar, ja. Sehr, sehr schön. Gleich will ich auch noch einen Tipp zum Handball, aber jetzt nochmal an dich, Olli. Ja, wir wollen natürlich aufs heutige Spiel kommen. Max, du hast schon getippt. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Wir haben dich heute ein bisschen länger. Passt noch von der Zeit. Alles gut. Jan darf ein bisschen mehr machen jetzt. Sehr schön. Arbeit verteilen. Dann, jetzt kommen wir nämlich auch noch zum Sportlichen. Die beiden Jungs haben ja vorher schon gesagt, was wir vom Spiel heute erwarten. Olli, was brauchen wir heute für ein Match? Was für ein Match wir brauchen? Ja. Von Sammelspieltag brauchen wir einen Sieg. Also wir brauchen ein spannendes Spiel mit viel Engagement, mit einer, ich hoffe, starken Abwehr und schnelle Umschaltphase. Und dann brauchen wir einen Sieg, dann bekommen wir einen Sieg. Den brauchen wir nicht, sondern dann bekommen wir einen Sieg. Und dann setzen wir uns auch etwas ab in der Tabelle, was auch wieder dann beruhigender für uns alle wäre. Aber ich denke, es fängt an mit, man schaut auf die Klatschpappe, sieht, was geht durch Engagement, was geht durch Zusammenhalt. Und das ist genau das, was wir heute auch als Mannschaft brauchen. Das ist schön, die Klatschpappen bringen die nötige Energie runter aufs Spielfeld, die Jungs nehmen es auf und dann gewinnen wir das Ding. Maxi muss, oder darf die dann jetzt entlassen, weil jetzt kommt einer, der nachher oder der sich noch dazu gesellen wird, das ist der Karl-Heinz Beck, der kommt auch noch zu uns, nämlich die Sprecherlegende. Karl-Heinz, kommst du auch dazu? Oh, ich glaube, du musst nach innen durchrutschen. Genau. Und du triffst da ein paar Herren, auf die du dich heute aufreust, weil mein Mikro liegt neben dir. Das darfst du gerade mal nehmen, Karl-Heinz, dass du auch mal einen Satz dazu sagst. Genau, du brauchst das Mikro. Genau. Mit den beiden Herren, da wirst du nachher nämlich dich auch noch treffen. Absolut. Ist schon viel gesagt worden, aber ich finde es großartig, dass das jetzt wieder stattfindet. Zusammen, wir haben auch ein digitales Gewinnspiel, da geht es auch rund um diesen Spieltag. Und dazu haben wir aber natürlich auch ein Interview noch. Olli, wir beide oder wir zwei, zu viert sogar. Und finde ich stark, dass das heute wieder stattfindet, dass man das heute wieder macht bei diesem Spieltag, wo wir natürlich sehr stolz sind, dass die OSG zusammen mit Frischhoff das Ganze veranstaltet oder ganzjährig auch Vereine, soziale Vereine und Unternehmen einlädt und dass es 500 Ehrenamtliche gibt, die da dabei sind. Ah, ja, genau. Und die Halle wird voll. Und das hättest du das vorher gedacht. Ich meine, Karl-Heinz, das ist auch, wenn es jemand weiß, es gab hier noch nie ein Montagabendspiel, weil sonst wärst du dabei gewesen. Und jetzt ist voll hier. Es gab noch nie ein Montagabendspiel. Das ist natürlich geschuldet dein. Jeder Bundesliga-Verein ist einmal in der Runde dran. Aber
Blue Monday, wo ist da unser Problem, mein Freund? Na klar. Wir sind schon wieder so on fire. Ja, ich freue mich auch. Jetzt Samstag, Donnerstag, Mittwoch, jetzt halt Montag. Ja, sehr schön. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Tipp für das heutige Spiel. Herr Schunder. Aber ich möchte erst noch mal sagen, der Herr Feinauer ist ja gerade rausgelaufen aus dem Bild. Und was hat er gemacht? Mir noch mal eine Klatschpappe unterschrieben mit alle Frischhaus-Spieler. Wow. Also stark. Unsere Galerie wird voll und auch hier nochmal vielen Dank. Habt ihr auch absolut verdient für das tolle Engagement. Hut ab nochmal dafür. Mein Tipp? Jawohl. Nun, in der OSG-Lounge gibt es einen, der tippt immer 66. Letztes Mal waren es 66 Tore. Deswegen sage ich 34, 32 für uns. Oh. Spannend bis zum Schluss. Und dann George? Ja, 30, 26. 30 zu 26. Und jetzt, Herr Beck, jetzt bin ich mal gespannt, was du dagegen hast. Mein lieber Mann, ich habe mit George mich schon abgesprochen. Ich hätte so ähnlich getippt, glaube aber, dass das Ganze eine Nummer enger wird heute, denn Lemgo ist eine gute Mannschaft. Wir haben zwar im Pokal gegen die gewonnen und auch in der Liga dieses Jahr schon in Lemgo. Und auf der Homepage von Lemgo steht, wir haben was gut zu machen. Also es wird ein spannendes Spiel und ich schätze mal, das geht 29, 27 für uns aus. Sehr gut, sehr knappe Ergebnisse. Die Herren, dann verabschiede ich euch beide. Du bleibst nur kurz sitzen, Karl-Heinz. Vielen, vielen Dank. Olli, wie immer, Freude. Und ja, George, viel Erfolg heute noch, gell, beim Spiel. Wir gewinnen, oder? Sehr gut, jawohl. So, und Karl-Heinz, dich habe ich noch kurz gebeten, da zu bleiben, weil du warst ja am Wochenende im Einsatz. Ich war am Samstag auch ein bisschen in Wolfsburg oben. Da bist du ja zufrieden, was ich da gemacht habe mit dem Sieg. Und du hast aber für den Sport in Göppingen was getan am Wochenende und hast da einen Sieger bei dir gehabt, den du gut kennst. Absolut, du kennst ihn auch natürlich. Also zum einen, deine Aufgabe in Wolfsburg bravourös gelöst. Champions League, VfB is coming. Und zum zweiten war gestern die Ehrung zur Sportlerin und Mannschaft des Jahres. Und da war eine Riesenfreude, denn auf Platz 1 ein Spieler von Frischhof Göppingen, Julian Buchele, der ja in der kommenden Runde hier zusammen mit Bart Ravensbergen das Torwartgespann bilden wird. Und man muss einfach mal so sehen, was der geschafft hat. Auf Platz 2 Firat Aslan, also der Weltmeister, Boxweltmeister. Und Julian Buchele hat sich natürlich riesig gefreut gestern. War eine schöne Veranstaltung in Saalach in der Stauferlandhalle. Also war top. Sehr schön. Und wie immer natürlich bravourös gemeistert. Du wirst jetzt das da unten auch so machen. Abschließend wollen wir aber noch den Hinweis geben, bevor Andi Flotmann gleich dran ist mit seinen Statements aus der PK. Wir werden nachher zusammen uns da drüben sehen. Fanradio heute, stimmt's? Und ich freue mich drauf. Blue Monday, Fanradio. Kannst nur wiederholen, wer uns hier zuschaut und nachher das bei dein oder sonst wo nicht live sehen kann, bleibt dran. Da gibt's das Fanradio. Holger Lino und Carlito, die zwei Brasilianer am Mikrofon. Und dann denke ich mal, hoffe ich, dass wir beide einen Sieg hier ins Radio tragen und beziehungsweise hier über vielleicht sind es 4.500 heute, dass das hinhaut, dass Frischhoff dieses Spiel natürlich gewinnt und wir wieder on fire. Ganz genau, und ich kann dir eins versprechen, wir haben Zuhörer in Grafenau in der Kirchstraße, das weiß ich, die gucken es und lassen nebenher immer das Fanradio dazu laufen. Beste Kombi. Top besser kann es nicht laufen, ich bin doppelt ausgestattet, du siehst. Also von daher, zieh das Ding hier durch und dann, wenn das Spiel losgeht, sind wir am Fanradio. Okay? Sehr schön, also vielen, vielen Dank und wir hören jetzt rein, was Andreas Flotmann gesagt hat in der Pressekonferenz. Auch im nicht mehr ganz so jugendlichen Handballalter kann die Eingewöhnungszeit beim neuen Verein und in neuer Umgebung ein wenig dauern. So wie bei frisch auf Rechtsaußen Andreas Flotmann. Der bis Mitte April noch 30-jährige Schwede hat sich in den Anfangsmonaten auf seiner ersten Station außerhalb Skandinaviens schwerer getan als erwartet, was sich inzwischen aber nicht ohne Grund geändert hat. Jetzt meine Freundin und mein Hund kommt her. In die Stadt war es ein bisschen schwer, für die ich bin hier alleine und neue Sprache und alles ein bisschen neu, wenn du in Dänemark hast gespielt vor 5 Jahren, dann du kommst her. It's a bit different. Und er hat ein bisschen Problem mit meinem Knie. Alles war ein bisschen schwer in der Start, aber jetzt, ich glaube, going the right way.
In die richtige Richtung geht es inzwischen leistungsmäßig sowie in Sachen Nationalmannschaft. Andreas ist für das schwedische Auswahlteam nominiert worden. Ein toller, wenn auch ein wenig unerwarteter Motivationsschub. Es ist eine Ehre, natürlich, aber ich bin ein bisschen überrascht. Aber eine Ehre, natürlich. Und um diese Nominierung zu bestätigen, will Andreas Flotmann nun mit guten Leistungen im Kreise seiner Frischauf-Teamkollegen aufhorchen lassen. Am besten schon heute gegen den TBV Lemgo. Die Aufgabe gegen die Lipperländer wird allerdings alles andere als einfach. Wir weiß, Lemgo ist eine gute Mannschaft und spielen mit viel Hart und kämpfen immer. Und natürlich ein schweres Spiel gegen Lemgo, aber wir wissen, wann wir spielen zu Hause und kämpfen 100%. Wir haben eine gute Chance für 2 Punkte. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten, denn ich habe einen Gast, einen neuen Gast bei mir. Da freue ich mich ganz besonders. Sehen Sie gleich, wenn wir in die Totale gehen oder wenn wir ihn eingeblendet haben. Der Präsident ist da, El Presidente. Sehr schön, Thomas. Thomas Lander. Hallo, Holger. Letztes Mal hatten wir ein tolles Thema mit viel Handballtradition. Und da haben wir uns gedacht, und vor allem auch ihr vor allem von Vereinsseite, man kennt es immer, frisch auf, steht für Handball, für großen Handballsport, steht für Bernhard Kemper etc. Aber frisch auf steht für viel, viel mehr. Und das müssen wir schon auch mal hier platzieren, richtig? Ja, mit Sicherheit. Also Frischauf ist natürlich sehr bekannt weltweit für den Handball. Aber wir haben so viele verschiedene Abteilungen und Gruppen. Wir haben Judo, wir haben Badminton, wir haben Basketball, wir haben Karate, wir haben Fußball, Leichtathletik ganz groß, Kinderturnen. Also wir haben so viel, wir haben Jazz. Also wir haben viele Abteilungen und wir haben, hier sieht man es kurz, die ganzen Sachen, was wir haben, vor allem Sport vom Kleinkind bis zum Senior. Aber da haben wir Fachleute dafür. Das ist der Jens Skading, unser Vizepräsident Sport, der leider heute nicht dabei sein kann. Der ist krank. Von hier aus alle gute Wünsche von mir, gute Besserung. Und ich denke, dass er das nächste Mal dann hier sein wird und verschiedene Sachen vorstellt. Genau, das hat er mir versprochen. Wir haben heute telefoniert. Es war ihm sehr arg, dass er heute nicht dabei sein konnte. Aber der Huster, der war jetzt ohne Witz. Nee, er kann fast nicht reden. Also genau. Insofern, ja, bringt nichts. Nee, hätte nichts gebracht. Dennoch haben wir gesagt, wir stellen das mal ganz kurz vor. Also es geht da um lebenslange Sport, der möglich ist bei euch. Und da würde er uns richtig, genau ja, noch mitnehmen. Und das ist nämlich das Schöne. Frischauf, wie gesagt, kennt man von Handball. Es gibt verschiedene Sportarten, aber das Schöne ist, ihr bietet es auch noch durch die Generationen weg. Genau. Also, es fängt an mit der Eltern-Kind-Turne, das sind die ganz Kleinen mit 1-2 Jahren und geht dann immer weiter. Und wir haben so ein System entwickelt, dass wir zukünftig auch die ganz Kleinen im Kinderturnen die Möglichkeit geben, alle Abteilungen kennenzulernen, damit sie sich überlegen können, bin ich hier Ballsportler, bin ich Kampfsportler, bin ich ein Leichtathlet oder was auch immer. Genau, das ist das Schöne. Du hast gerade gesagt, so unterschiedliche Sportarten. Und auch die Möglichkeit wollt ihr da nutzen und habt auch das Angebot. Und da sagen wir natürlich gerne ja. Wir werden in Zukunft Abteilungen dann hier auch präsentieren. Ja, super, das. Auch vielen Dank dafür von meiner Seite, dass wir die Möglichkeit haben. Ja. Ja, genau. Und beim nächsten Mal, also ich habe munkel gehört, Leichtathletik könnte beim nächsten Mal dabei sein. Es soll Leichtathletik kommen, es kommt auf jeden Fall Kinderturnen. Es wird auch Karate kommen, es wird Badminton kommen, glaube ich. Dann noch Basketball, Kinderturnen, habe ich glaube ich schon gesagt. Also ja. Die Abteilungen dürfen alle, die müssen halt nur noch wollen. Ganz genau, sie dürfen kommen und ohne Witz, das ist sehr, sehr nett hier. Ihr dürft gern vorbeikommen, ich bin auch ganz harmlos. Nein, ich glaube, da haben wir schön viel Spaß. Aber das Wichtige ist auch noch, du willst jetzt auch noch ein bisschen was zum Logo dann sagen, oder? Ja, also... Frischauf Göppingen wurde ja 1896 gegründet unter Turnclub Frischauf Göppingen. Und 1972 gab es die Fusion mit dem Polizeisportverein. Und dann hieß der Verein Turn- und Polizeisportgemeinschaft Frischauf Göppingen. Abgekürzt TPSG. Und das war immer das Problem, dass viele Leute gar nicht gewusst haben, schon seit vielen Jahren, was heißt eigentlich das TPSG? Ja? Wir sind der Frischauf, ja. Und nachdem leider von der Polizei die ganzen Strukturen geändert wurden und die jungen Polizisten nämlich hier in Göppingen ausgebildet werden, sondern die ganzen 2.000 oder 2.500 Polizisten, die in Göppingen arbeiten, leben auf ganz Baden-Württemberg verteilt. Und die haben einfach nicht mehr die Möglichkeit, hier beim Frischauf Sport zu machen. Und deshalb habe ich mit
ehemaligen Polizeipräsidenten und aktuellen Polizeipräsidenten gesprochen, ob es ein Problem sei, wenn wir den Verein wieder ganz einfach Frischauf Göppingen nennen. War kein Problem, haben wir Zustimmung bekommen, haben das bei der letzten Mitgliederversammlung so beschlossen. Und jetzt ist wieder unser altes Logo und unser alter Name Frischauf Göppingen. Sehr schön. Und da, wie gesagt, bleibt mal auch dran, dass ihr uns der Verein in den nächsten Wochen dann vorstellt. Da freue ich mich dann auch, wenn dann der Jens Gatting dann wieder dabei ist. Vielen, vielen Dank, dass du vorbeikommen bist. Aber jetzt brauchen wir noch einen Satz natürlich zum heutigen Spiel. Was war das für ein Match und vor allem was für ein Ergebnis? 32-28. 32-28. Wir brauchen aber schreib es richtig rum, also vor der Frischauf natürlich. Ja, ja. Ja, klar. So, aber es wird schon intensiv, oder? Ich hoffe es, dass es 32-28 ausgeht. Es wird bestimmt spannend, befürchte ich. So schön. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung und dann machen wir weiter mit dem Christian Schöne. Und danke, dass du da warst. Dankeschön. Ja, wir. Seit wann wird Heiligs Blechle im Frühjahr eingemottet? Der geht jetzt in Ruhestand. Ich fahr bloß noch mit Bus und Bahn. Aber du bist ja auf den Trichter gekommen. Jetzt gibt's doch das neue 49-Euro-Ticket. Hat billiger geht's nicht mehr. Und funktioniert tut's auch, das habe ich bei dir gesehen. Und ganz ehrlich, für 49 Euro machst du nichts falsch. Da, zu mir hat einmal einer gesagt, wenn man will, geht alles. Jetzt dein Deutschland-Ticket für 49 Euro sichern. Online bei dem VVS kaufen und deutschlandweit fahren. Mehr Infos unter vvs.de. Mein Name ist Tim Wanner. Ich arbeite bei EEW Göppingen als Industriemechaniker mit Zusatzqualifikation Elektrofachkraft. Ich habe während dieser Ausbildung meine Leidenschaft für E-Technik entdeckt und deswegen direkt danach noch eine zweite Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik angeschlossen. Bei EEW wird viel Wert auf eine professionelle Ausbildung gelegt und es erwarten euch krisensichere Jobs mit Perspektive und Zukunft. Wir suchen immer tatkräftige Kolleginnen und Kollegen, also bewerbt euch. EEW Göppingen. So, und da sind wir zurück aus der Werbung. Ja, zum zweiten Part von unserem Warm-up der OSG-Spieltagsshow frisch auf Takt. Christian Schöne ist da zum, ja, schönes Spiel heißt die Rubrik immer. Und da haben wir überlegt, ich habe gerade jemanden hier auch entdeckt, der heute hier als Zuschauer da ist. Den setze ich da dazu, auch wenn es fußballerisch ein bisschen auseinander geht. Wobei du, VfB allein schon aufgrund der Nähe immer die Daumen drückst, außer wenn es gegen Dortmund geht, stimmt's? Ja, da bin ich natürlich gerne im Stadion, aber dann drücke ich den Schwarz-Gelben die Daumen. Aber Kompliment an alle VfBler, wie es da momentan läuft. Ich glaube trotzdem, dass Dortmund noch vorbeigeht, aber es wird ein hartes Stück Arbeit. Ja, der daneben, der guckt schon ein bisschen kritisch. Das ist der Thomas Schultheiß, Kollege vom VfB Stuttgart, Zeugwart, zusammen mit Moischi. Sind es unsere beiden Kult-Zeugwarte wirklich. Aber auf den Social-Media-Kanälen wird denen gefolgt. Das ist unglaublich, Christian, was da abgeht. Schulti, heute zu Gast viermal in der EBS-Arena, sonst MHP-Arena. Aber du bist gern beim Handball, stimmt's? Ja, klar. Also, wenn ich Zeit habe, also ich bin ja viel unterwegs, dann gucke ich schon mal hier vorbei, ja, klar. Ja, wie ist es jetzt, wenn man neben so einem halben Dortmunder, er kommt nicht aus der Dortmunder Ecke, aber und mit dem Vorbeigehen, wenn man beide das entsprechende Ziel erreicht, ist das okay, oder? Wäre ich auch einverstanden. Wir können da tauschen, habe ich auch kein Problem. Hauptsache, wir bleiben mindestens auf dem vierten Platz, da haben wir noch die Champions League rein. Also, das ist doch mal, Christian, aber damit könntest du auch leben dann, oder? Damit könnte ich leben, da würde ich aber ein Abendessen verlieren gegen Stefan Klaus. Also mit dem, der ein ganz heißblütiger VfB-Fan ist, habe ich tatsächlich um Abendessen gewettet, dass Dortmund noch vorbeigeht. Momentan sieht es nicht so gut aus. So, die Herren, jetzt kommen wir aber zurück zum eigentlich Wichtigen, weil VfB hat am Samstag gespielt, das war gut. Und heute ist jetzt Frischauf dran. Und Christian, sag kurz einen Satz zum Match, dass der Thomas so ein bisschen einen Einblick kriegt vom Insider, wie er denn jetzt gleich tippen muss. Na, ist ja tatsächlich schon das dritte Duell in dieser Saison nach dem Pokalspiel und dem Ligaspiel in Lemgo. Wir haben ja beide gewinnen können und haben wirklich auch eine gute Leistung gebracht oder zweimal eine gute Leistung gebracht. Haben allerdings, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, Lemgo damals in einer relativ schlechten Phase erwischt. Mit einigen Niederlagen. Die Mannschaft war damals sehr verunsichert. Das ist jetzt, glaube ich, anders.
Und deswegen eine Mannschaft, die viel im 7 gegen 6 kommt, wenn sie Probleme hat. Das ist ein taktisches Mittel, auf das sie immer wieder zurückgreifen. Und das Spiel geprägt von zwei Schlüsselspielern, mit Suton und Hutecek. Das sind die beiden Jungs, die da die Entscheidungen treffen. Natürlich darf man alle anderen Spieler nicht unterschätzen. Aber das sind schon die zwei, bei denen es gilt, die Kreise einzuschränken und die Hauptlast dann auch im Angriffsspiel tragen. Das gehört, Thomas, keine einfache Aufgabe. Du freust dich auf ein schönes, wahrscheinlich auch spannendes Match in der EWS Arena in der Hölle Süd, aber mit dem richtigen Ausgang, oder? Ja, logisch. Frisch auf Köppingen, das ist mein zweites Händler, VfB natürlich, aber Frisch auf Köppingen verfolge ich schon seit klein und komme auch immer mal wieder her, sobald die Zeit zulässt. Klar. Also, wie geht's aus heute? 33-26. 33-26, das trage ich gleich ein. Und dann darfst du jetzt wieder zu deiner Frau und so wieder gemütlich was trinken gehen. Wir hören kurz rein, was Urs Kastelitz vor dem Spiel zu uns gesagt hat. Und dann, Thomas, genau, ist weg. Und dann spreche ich weiter mit Christian. So, und da ist er, Ur. Sehr, sehr schön, dass du es geschafft hast, direkt auch zum Interview aus dem Bus raus quasi hierher. Wie fühlt sich's an, die Rückkehr hier nach Köppingen? Ist schon immer was Besonderes. Deine erste Station dann in Deutschland und dann auch noch ein paar bekannte Gesichter, oder? Ja, ich komme immer gerne zu dir, deswegen kein Problem. Und ja, in Köppingen ist immer schön. Ich habe drei schöne Jahre hier gehabt, mich als Spieler, auch als Person entwickelt. Und ja, habe gestern mit ein paar Jungs getroffen, heute auch, und wir haben ein bisschen gequatscht und ja, gleich geht's los und dann gibt es vor einer Stunde keine Freundschaft und dann wieder alles wie früher. Genau, aber man trifft sich auch vor, wenn die Möglichkeit besteht, wenn ihr früher anreist, man will die Jungs ja auch wieder sehen, weil ihr habt, wie gesagt, intensive Jahre hier gehabt und auch gute. Die erste Station, die ist schon auch die wichtigste hier, oder mit die wichtigste, oder? Ja, genau, ich habe hier Deutsch gelernt, viele Freunde gemacht und wir sind in Kontakt auch durch die Saison. Wir telefonieren manchmal oder schreiben einander, gratulieren für gute Spiele und so. Und das ist am Ende die wichtigste im Leben, weil das bleibt für immer und deswegen bin ich froh, dass hier in Frischhof wirklich viele solche tolle Menschen spielen und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich ja mit vielen von denen zusammenspielen durfte vor 3 Jahren. Und ich glaube, du freust dich auch auf die Atmosphäre, das hast du eh immer gesagt. So diese alte Halle, so ein bisschen noch dieses Jahr auf allen Seiten, die Zuschauer, das gefällt dir, das ist deine Atmosphäre. Ja, genau, hier ist wirklich, wirklich gute Atmosphäre, genauso als in Lemgo. Da sind wirklich ein paar Hallen, diese Traditionsvereine und das merkt man, dass Leute wirklich leben diese Handball und ich freue mich schon an die Spiele. Und ich bin gespannt auf die heutige Partie. Ist ja auch sportlich eine gewisse Brisanz drin. Beide Teams haben sich erhofft, vielleicht ein bisschen in anderen Regionen zu stehen, ein paar Punkte mehr zu haben. Und in der Liga, da ist so eng zusammen. Man muss dann schon direkt aufpassen, dass man nicht zu weit nach unten rutscht, oder? Ja, genau. Jetzt ist dieser Punkt in der Saison, wo man sich in der Tabelle stabilisieren kann oder in Probleme kommen kann. Und deswegen ist, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Frischhof ist bei 19, wie bei 17 Punkten. Und ja, wir haben eine harte Aufgabe. Wir wissen, dass Frisch auch wirklich viele Qualitäten haben, aber wir haben, ich glaube, auch unsere. Und ich hoffe, dass am Ende die Beste gewinnt und dass heute sind wir das. Genau, diese 2 Punkte und das sind gleich wieder 3 Tabellenplätze. Also das ist wirklich so eng zusammen. Zuletzt hat es für euch leider mit Punkten nicht gereicht, trotz einer tollen Torhüterleistung von dir. Gegen Gummersbach auf der anderen Seite war da Rebi mit dabei. Starke Partie gespielt. Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich, wenn es dann nicht die Punkte gibt dafür, oder? Ja, genau. Wir waren schon in Erlangen, sofort nach Pause sehr, sehr gut an. Haben am Ende das verloren. Jetzt auch gegen Gummersbach war mehr drin. Und das ja, tut ein bisschen weh, weil wir haben gewusst, dass vielleicht 1-2 Bälle mehr in unsere Richtung, dann wir können 2 Punkte haben. Aber ja, dank Gott ist heute wieder Chance. Am Donnerstag spielen wir gegen Wetzlar wieder und diese Woche ist sehr wichtig für uns. Und wir müssen jetzt einfach stabil bleiben und die Punkte holen. Jetzt natürlich zu heute noch einen Satz zu Köppingen abschließen, bevor ich dich dann zum Warmmachen schicke, weil du willst natürlich auch eine gute Leistung zeigen. Wie erwartest du Köppingen? Wie gesagt, auch da fehlen so ein paar Punkte, damit man ja Richtung Saisonziel dann kommt. Die Platzierung geht eigentlich immer so Platz 10, 11, man könnte sogar auf 8 springen, aber du weißt, auch Köppingen will und braucht die Punkte. Ja genau, Köppingen ist genauso alt bei uns. Wenn sie jetzt 1-2 Spiel gewinnen, dann sind sie von einmal Platz 7, 8 und das ist, glaube ich, schon gut und dann am Ende ist alles möglich. Und so war auch, wenn ich war. Hier haben wir immer eine Saison Platz 7, dann nächste Platz 5, immer so letzte paar Spiele diese Platzierung gekriegt. Und ich glaube, dass Köppingen hat wirklich viel Qualität und die werden heute alles
zeigen, weil ja diese Montagsspiele sind auch so besonders, weil du bist ganze Wochenende, guckst andere Spiele, du willst schon spielen und dann wartet dieser Montag und jetzt endlich da und ich glaube, wir werden alle, beide Mannschaften alles geben für dieses Spiel. Da lassen wir uns überraschen, wir freuen uns auch auf die Montagspartie, wünschen dir persönlich natürlich ein gutes Spiel. Danke. Du bist ja auch heiß drauf, so ein paar Jungs da vorne, gell, mit Krischo und dann so ein paar Duelle, also wie gesagt, es wird richtig interessant. Gutes Spiel und ja, und dann natürlich voll uns eine gute Restsaison. Dankeschön, dass es geklappt hat. Vielen Dank, danke dir. Ja, Christian, ich bin gut erzogen. Ich habe ihm ein gutes Spiel gewünscht. Allzu gut darf es aber nicht werden. Also wenn er ein Faktor wird, wir wissen alle, zuletzt ein gutes Spiel gegen Gummersbach gemacht, kann auch ein Faktor werden, wenn er heiß läuft. Ja, absolut. Also er hat immer wieder diese absoluten Ausreißer auch nach oben, wo dann auch mal 15 Paraden oder mehr drin sind. Kann mich gut erinnern an das erste Spiel, nachdem er hier weg ist. Hat er richtig gut gehalten. Jetzt zuletzt hat man eigentlich immer ganz gut im Griff, gerade bei den beiden Auswärtsbegegnungen auch. Aber klar, ich meine, das wissen wir ja, das ist eine gute Torhüterleistung. Ich habe jetzt vor kurzem dann eine Statistik gehört. Ich glaube, über 80% der Spiele, wo man das Torhüterduell gewinnt, gewinnt man auch die Partie am Ende des Tages. Und deswegen ist natürlich der Torhüter im Handball immer ein Faktor. Genau, wir haben jetzt quasi so ein bisschen über seine sportliche Entwicklung gesprochen. Was sagt er zu seiner Sprache? Also wirklich cool, auch wie er Grammatik jetzt verwendet. Nett, oder? Ja, er war auch von Anfang an sehr interessiert, die Sprache zu lernen. Ist natürlich jetzt schon einige Jahre dann auch in Deutschland, aber immer schön, wenn man das sieht, wie so eine Entwicklung dann auch ist. Hat ja auch was mit sich integrieren zu tun. Und das macht er tadellos. Und schön, so eine sprachliche Entwicklung dann auch zu sehen. Ja. Ja, und auch die Dankbarkeit, die man da rausgehört hat, weil Göppingen hat ihm diesen Step in die Ligue Moly Handball Bundesliga ermöglicht. Genau, ist ja ein sehr ambitionierter Torhüter, finde ich, nach wie vor. Einer, der ein großes Potenzial hat und der aus meiner Sicht hier auch in der Liga eine gute Rolle spielen kann. Ich finde sogar, dass er noch mehr Potenzial hat als das, was er jetzt momentan oder bis hierher in der Bundesliga gezeigt hat, ist aber jetzt auch noch nicht der Älteste. Ja? Und dementsprechend ist es ja bei Torhütern oft so, da ist erst, wenn sie 30 oder über 30 sind, gibt es dann auch noch mal eine große Entwicklung. Von daher bin ich mal gespannt, wie das bei ihm insgesamt weitergeht. Aber es ist ihm zu wünschen, dass er noch mal einen Schritt macht, aber nicht heute. Genau, jetzt haben wir über das Potenzial von Ur gesprochen, jetzt kommen wir aufs Potenzial von beiden Mannschaften. Vor dem Wochenende war es das Duell 10. gegen 13. Daraus ist jetzt 11. gegen 14. geworden. Zwei Punkte dazwischen. Ur hat es gesagt, sie können an euch ranspringen, aber auch ihr könnt einen Sprung bis auf Platz 8 machen. Das ist schon ein richtig wichtiges Spiel, so eng wie das da zusammen ist. Ja, in der Tabellensituation, das sagen wir jede Woche, ist jedes Spiel extrem wichtig. Und insbesondere, sagen wir mal, die Heimspiele gegen die Mannschaften, die um einen herumstehen, da haben wir ja noch einige vor der Brust, sind dann natürlich von einer extrem großen Bedeutung. Und du hast es angesprochen, wir haben heute die Möglichkeit, drei Plätze gut zu machen, was allein optisch natürlich eine interessante Geschichte ist. Aber auch natürlich mit dem Blick ans Tabellenende, da noch ein bisschen einen Puffer dazwischen zu legen. Weil man sieht Woche für Woche auch jetzt wieder die Eisenacher, die dann fast in Melsungen was holen, bis kurz vor Schluss sogar geführt haben. Das ist mitunter Wahnsinn, was da passiert. Und dementsprechend extrem wichtige Begegnung heute. Genau, weil du es angesprochen hast. Eisenach, aber auch Balingen, die waren ja dann auch schon eigentlich so ein bisschen weiter weg. Kommen da auch wieder so ein bisschen ran. Der BHC hängt da mittendrin, der muss aber auch mal irgendwann punkten. Also man muss schon gucken, sich jetzt schnellstmöglich Luft zu verschaffen. Ja, auch wenn man die Balinger sieht, die jetzt über 50 Minuten in Kiel auf Augenhöhe spielen und da ganz, ganz nah dran sind und das Ergebnis dann erst am Ende so ein Stück weit weggeht, da ist jeden Spieltag alles drin. Und deswegen tut man gut daran, jedes Spiel maximal ernst zu nehmen, niemanden zu unterschätzen. Auf die Tabelle, was Gegnerstärke anbetrifft, muss man ohnehin nicht viel gucken, weil dieses Gerechne braucht man in der Liga nicht anfangen, sondern da wird fast jedes Spiel irgendwie über die Tagesform entschieden und dementsprechend gilt es, den Fokus hochzuhalten, mit der maximalen Einstellung in die Begegnungen reinzugehen und zu performen. Bevor wir gleich noch auf den Kader zu sprechen kommen, noch ein Satz rückblickend auf das Hamburg-Spiel, das dann sehr ärgerlich war, dass man am Schluss mit leeren Händen da gestanden ist, auch mit schwierigen Schiedsrichterentscheidungen. Wie habt ihr denn das dann aufgearbeitet? Habt ihr das nochmal thematisiert? Ja, man spricht ja automatisch nach dem Spiel über alles, also schon auch über die rote Karte natürlich, aber wir sind relativ schnell natürlich auch, finde ich, bei den Sachen, die wir dann nicht richtig gemacht haben, und ich finde, wir haben viel richtig gemacht in Hamburg, aber in den entscheidenden Situationen
haben wir Fehler gemacht, beziehungsweise waren dann eben nicht da und dann hat man es vielleicht eben auch nicht verdient, Punkte oder einen Punkt aus Hamburg mitzunehmen. Und wir sind dann relativ schnell wieder übergegangen, die Trainingswoche auf Lemgo auszurichten, weil es macht ja gar keinen Sinn, dann irgendwelchen Entscheidungen oder verpassten Punkten hinterher zu gucken, sondern der Blick geht heute auf Lemgo und das war die letzten Tage schon so und alles andere interessiert uns nicht mehr. Genau, dann lass uns noch aufs Personal zu sprechen kommen. Wie sieht's da aus? Wie seid ihr heute aufgestellt? Ja, relativ komplett. Till kann nicht spielen, Till Herrmann ist krank. Ansonsten sind aber alle Jungs dabei. Wir haben Nils Röller und Elias Nebel heute zusätzlich dann noch mit im Kader. Von daher können wir 16 Spieler aufbieten und sind damit gut aufgestellt. Sehr schön. Und über einen wollen wir gleich noch sprechen. Da gibt es jetzt gleich einen Einspieler. Ein junger Herr. Ich finde, das ist besonders erfreulich. Der hat gestern mal kurz einen Boxweltmeister in den Schatten gestellt. Und wir schätzen alle den Vierrad Aslan, was der im hohen Alter noch geleistet hat. Aber Sportler des Jahres in diesem Jahr ist ein anderer geworden, Julian Buchele. Ja, also Julian hat es absolut verdient. Ich meine, Zweiter am Ende, glaube ich. Von daher hat eine tolle Entwicklung gemacht, nicht nur bei der Junioren-Nationalmannschaft oder Jugendnationalmannschaft, sondern ja auch hier bei uns im Verein. Und wir freuen uns natürlich, dass sowas dann auch hier im Kreis anerkannt wird und honoriert wird. Und wir hoffen natürlich, dass Julian hier seinen Weg gehen wird und hier vielleicht auch die nächste Ära ein Stück weit mit prägen wird. Auf der anderen Seite muss man ihm natürlich auch ein Stück weit Zeit geben, sich dann eben auch noch zu entwickeln. Aber wir freuen uns sehr, dass er ab der kommenden Saison dann ein ganz fester Bestandteil von unserem Kader ist. Ja. Genau, und ab und zu hat er ja sein Können auch schon aufblitzen lassen. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, also in der Liga hat er dann schon beim einen oder anderen Spiel seine Paraden gezeigt. Wir freuen uns auf seine Entwicklung. Heute müssen es aber andere da unten richten. Ja, ich gehe davon aus, dass die anderen, ja, oder mit denen trainiert er ja dann auch ständig, heute gut drauf sind. Wie sieht es da aus? Ich finde zum Beispiel in den letzten Partien auch gute Leistungen von Marin Cego. Ja, natürlich. Wir haben gerade über die Torwartleistungen in Lemgo gesprochen. Für uns natürlich auch eine extrem wichtige Position. Schegi hat ein super Spiel gemacht von Beginn an in Hamburg. Und am Ende des Tages hatten wir, meine ich, 14 oder 15 Paraden. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Wert. Wenn wir die in einem Heimspiel haben, denke ich, sind wir definitiv auch konkurrenzfähig und kommen dann auch für 2 Punkte in Frage. So, jetzt habe ich unsere Runde wieder ein bisschen erweitert. Markus dazugeholt. Ja, bewertest du zum Schluss am ganz wichtig, du hast vorher gesagt, enge Partie. Dann brauchen wir ihn heute auch wieder. Markus Heider, die Stimme. Absolut, er muss richtig einheizen heute. So sieht es nämlich aus. Klar. Und wie ist es für dich jetzt? Ich glaube, im Eishockey, da gibt es ja öfters dann auch mal an anderen Tagen Spielen. Aber Handball, Bundesliga an einem Montag, da freuen wir uns, dass die Halle voll ist, oder? Ja, ich freue mich, dass die Halle voll ist. Ist zwar ungewohnt, zwar auch für mich, aber ich freue mich riesig. Ja, meistens dann doch, weil wir ja doch eher Leute sind, die am Wochenende arbeiten und dann den Montag noch dranhängen. Verlängert das Wochenende schon ein bisschen, oder? Ja, was heißt wir? Du bist einer, der am Wochenende arbeitet. Also ich bin es gewohnt, am Montag zu arbeiten, also macht es mir nichts aus. Okay, du willst damit sagen, ich bin ein fauler Hund. Okay, alles gut, nehme ich so hin. So, kommen wir kurz aufs heutige Spiel zu sprechen. Markus, deine Einschätzung zum Spiel heute, was erwartest du? Ich erwarte heute auf jeden Fall ein enges Spiel, glaube ich, ein sehr kampfbetontes Spiel. Aber bin mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen, mit 2 Abstand sogar, aber ohne Tipp. Ja, aber ich schreibe mir mal die 2 Tore Vorsprung. 2 Abstand, schreib's hin. 2 Tore Vorsprung. Damit können wir leben. Am liebsten natürlich wenige kassieren. Das ist ja immer so ein bisschen über die Abwehr, müssen wir das Ding heute wieder schaukeln, oder? Ja, das wird die Basis sein. Ich finde, wir haben auch in Hamburg, wie gesagt, eine gute Abwehrleistung hingestellt. Für uns wird es wichtig sein, Tempo wegzunehmen von den Lemgoern. Die drücken natürlich extrem drauf. Schnelle Mitte, zweite Welle. Wenn wir das hinbekommen, sie fehlen 6 gegen 6 oder dann tendenziell auch in 7 gegen 6 zu bekommen, dann haben wir den ersten Punkt erfüllt. Und na klar, eine gute Abwehrleistung, gute Torwartleistung, dann geht was. Ja. Ja, Schöne, dann wünschen wir einen guten Rückweg unten auf dem Feld und dir jetzt auch runter zum Platz. Vielen Dank, dass du da warst. Dann machen Markus und ich jetzt den Deckel drauf. So, Markus, nimm kurz Platz. So, ja, wie gesagt, wir haben über den Montag haben wir schon gesprochen. Die OSG hat es möglich gemacht, dass die Halle voll ist. Als du gehört hast, Montagabendspiel, ich war skeptisch. Aber wenn man jetzt da runterschaut, überragend, oder? Ich habe gedacht, 3000, aber jetzt ist es ja weit über 4000. Oh, warte kurz, dein Mikro ist ausgegangen.
Naja, eh besser, wenn der Grün nimmst, glaube ich. Nochmal, Entschuldigung. Also hörst du mich jetzt wieder? Jetzt höre ich dich. Oh, das rote Mikrofon, das hat noch nie Glück gebracht. Deswegen ist es besser, wenn ich jetzt bei Grün bin. Ja, genau. Er hat gesagt, ich bin mit Freunden vom Eishockey hochgefahren. Und die haben mich gefragt, haben gesagt 3000 Zuschauer. Jetzt sind es über 4, das ist super. Also wirklich richtig gut. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, einen Tipp habe ich schon abgeholt. Jetzt gibt es gleich noch den Fansong. Die Herren vom Eishockey, die sind auch begeistert hier. Man muss schon sagen, diese beiden Sportarten, also wer Eishockey mag, mag eigentlich auch Handball, weil da ja doch auch gut gearbeitet wird beim einen an der Bande, beim anderen am Kreis. Ja, absolut. Das ist absolut die Härte. Und das ist das, was ich absolut liebe, dieses Spiel auf Handball. Richtig gut. Sehr, sehr schön. Also, Karl-Heinz macht gerade unten gleich noch die Gegner und alles. Und da musst du runter. Deswegen in einer Viertelstunde geht es weiter mit dem Fanradio. Könnt ihr dann also dann dranbleiben. Und nach dem Spiel haben wir hier den zweiten Teil, den Cooldown der Spieltagsshow. Und jetzt gibt es den Fansong und der wird präsentiert von The Voice. Können wir ruhig schon mal ins Bild nehmen. Da sitzt der The Voice of EWS Arena. Ich muss immer aufpassen, dass ich die Arena nicht miteinander verwechsel. Ja, das haben wir schon gesehen. Kennst du aber auch, oder? Ja, das kenne ich, das Problem kenne ich. Wenn man in mehreren Arenen tätig ist, muss man immer schauen, wo bin ich heute. Jetzt genau, also du bist dran in der EWS Arena mit dem Frischhoff-Fansong. Markus Heider. So schaut's aus. Ja, also dann stehen wir auf jeden Fall auf. Noch ein kleiner Gruß an Charletti und an Nater. Und jetzt heißt es natürlich Tradition, Emotion, Herzblut. Hier kommt unser Fansong. Mit Herz und Tat für Momente wie diesen. Mit Herz und Tat werden wir Tore schießen. Ja, wir halten aneinander fest. Und geben niemals auf, frisch auf, frisch auf. Mit Herz und Tat für Momente wie diesen. Mit Herz und Tat werden wir Tore schießen. Ja, wir halten aneinander fest und geben niemals auf, frisch auf. Das frisch auf heißt, für das wir alles geben und das uns zusammenspeist. Wir gehen in die Geschichte ein, egal was auch geschieht. Wir werden immer bei euch sein und singen unser Lied. Mit Herz und Tat für Momente. Herz und Tat werden wir Tore schießen. Ja, wir halten aneinander fest und geben niemals auf. Frisch auf, frisch auf. Die Spieler und den Camper-Trick kennt jedes Kind der Stadt. Frisch auf, frisch auf, Göppingen, von dir werde ich nie satt. Mit Herz und Tat für Momente wie diesen. Mit Herz und Tat
Die Handball-Bundesliga bei der Spieltagsshow wird präsentiert von Logifis IT. Ihr IT-Dienstleister für eine sichere und sorgenfreie Digitalisierung. Der 23. Spieltag in der Liquimoli-Handball-Bundesliga. Der Handballsportverein Hamburg empfängt Frisch auf Göppingen. Die Hanseaten mächtig unter Druck. 8 Spiele in Serie hat die Mannschaft von Thorsten Janssen nicht gewinnen können. Es eröffnete sich ein Spiel auf Augenhöhe. Und in der 15. Minute war Live Tissier im Mittelpunkt nach dieser Aktion gefoult von Josip Saracz. So zumindest aus Sicht der beiden Schiedsrichter. Es hätte zumindest im Hinblick auf die anschließenden Bilder eigentlich Tim Knäule treffen müssen. Es entwickelte sich ein Spiel, was geprägt war von diversen Führungswechseln. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Aber die beiden Torhüter waren in jedem Fall im Fokus dieser Partie. Auf der einen Seite war das Johannes Bitter, der 6 Paraden Bayern steuerte im ersten Durchgang. Und auf der anderen Seite war es Marin Cego, der mit 9 Paraden überragte. Es ging munter weiter auf Augenhöhe. Göppingen fand Lösungen über den Rückraum. Erik Persson mit diesem 17. Treffer. Es war keine Partie, die unbedingt von dominanten Abwehrreihen geprägt war. Dani Beins mit diesem kuriosen Ausgleichstreffer kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Der Start der zweiten Halbzeit, der gehörte den Gästen aus Göppingen, insbesondere weil sie immer wieder gute Lösungen über den Kreis fanden. Kesimir Kosina hier mit diesem sehenswerten Treffer nach wunderbarem Assist von Sebastian Heimann. Es blieb aber dabei. Göppingen streute die technischen Fehler ein in extrem ungünstigen Momenten und Hamburg konnte davon partizipieren. Viertelstunde vor Schluss ging Göppingen nochmal in Führung. Sebastian Fortmann, der zwischenzeitlich im Hamburger Tor stand, da chancenlos. Aber Johannes Bitter kehrte zurück, zeigte wichtige Paraden, war maßgeblich an diesem Treffer von Frederik Bo Andersen beteiligt. Und was einmal schon gut geklappt hat, das funktioniert natürlich auch ein zweites Mal. Bitter hier Sieger gegen Marcel Schiller, der zuvor eine weiße Weste mit 7 Treffern aus 7 Versuchen behielt. Dieser Fehlversuch natürlich extrem bitter. Es gab zudem noch die rote Karte gegen Kesimir Kosina. Diese sollte dann aber Schluss letztendlich keinen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf haben. Den Schlusspunkt, den setzte dann Kasper O. Mortensen mit diesem sehenswerten Treffer. Hamburg siegt nach 8 Spielen in Folge vor eigenem Publikum und sammelt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein. Die Handball-Bundesliga bei der Spieltagsshow wird präsentiert von Logifis IT. Ihr IT-Dienstleister für eine sichere und sorgenfreie Digitalisierung. Liebe Handballfans, das war also nochmal die Zusammenfassung vom Spiel in Hamburg. Dankeschön auch nochmal an Dein, dass wir diese Zusammenfassung zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt sind wir zurück hier in der Hölle Süd mit dem Mann, der gerade eben unten auf dem Feld noch die Gegner vorgestellt hat. Und jetzt gerade auch noch Andi Schmidt hier begrüßt als Experte. Karl-Heinz Beck ist zurück hier an der Radioposition. Wir haben es vorher schon mal gesagt, Karl-Heinz, immer unser gemeinsames Highlight an den Tagen, wenn Spieltagsshow ist, wenn wir hier zusammen sein dürfen beim Fanradio. Stimmt's? Absolut, das macht total Spaß. Ich glaube, wir haben uns da auch richtig gut eingegroovt. Und wir sind ja so mit unserer Expertise eigentlich immer ganz gut unterwegs.
Und wenn wir Fragen haben, haben wir um uns herum noch jemanden, der uns da ab und zu mal helfen kann. Zum Beispiel heute im Spiel, ja, viel Prominenz da, du hast schon angesprochen, Andi Schmid. Jetzt im Moment wird unten noch Markus Gaugisch interviewt, der Trainer lange Zeit in Metzingen und jetzt Nationaltrainer der Damen. Ja, und wir haben heute Abend das erste Monday-Monday-Spiel gegen den TBV Lemgo. Und das wird kein einfaches, denn Lemgo hat zwar zweimal schon gegen uns verloren in dieser Runde. Warum zweimal? Einmal im Pokal und dann in der Liga nochmal. Und die Lemgoer, die sind angefressen. Die haben die letzten zwei Spiele verloren. Gegen Gummersbach und auch gegen die Füchse aus Berlin. Davor haben sie gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Da hätte man früher gesagt, oh mein Gott. Aber heute muss man sagen, die Rhein-Neckar-Löwen, die kann man tatsächlich durchaus einmal schlagen. Die stehen nicht so gut. Schwierige Saison, oder? Schwierige Saison, aber die werden nächstes Jahr wieder kommen. Und dann natürlich mit einem Mann, mit Basti Heimann, der heute bei uns ist. Und auch sowas wie auf der Abschiedstour ist. Und wenn hier das Licht wieder angeht, können wir natürlich ein bisschen mehr noch erzählen über die Mannschaft aus Lemgo. Und vor allem, wenn die Gänge mal leer werden. Wir sehen hier gar nichts. Hier ist ein Gewusel außenrum. Also, dass an dem Montagabend hier so viel los ist, gut ab. Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass der Sommerspieltag, echt schwäbisch, Christian Schön ja auch bei uns, Sommerspieltag, das heißt, OSG und Frischhoff haben eine soziale Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung dahingehend übernommen, dass 36 Vereine oder Sozialunternehmen eingeladen sind mit 500 Ehrenamtlichen, die hier sind. Und viele, ich habe ein paar gesprochen, sind zum ersten Mal beim Handball. Mal sehen, wie das wird. Also wenn du das so siehst, dann denkst du, wow, hier geht die Post ab. Ja, die Glatzpappen, die Zammerglatzpappen, die haben sie alle gefalten und es ist richtig laut. Ja, und dann gibt es da heute noch verschiedene Gewinnspiele, also das wird mal richtig gut. Ja, neben uns ist Christian Schöne. Ich will eigentlich nur sehen, ob der Daumen nach oben geht. Der Daumen, Christian, zack, Daumen ist oben. Also, wie war denn dein Tipp heute? Boah, ich muss nochmal genau gucken, aber ich habe irgendwas, ich glaube, 31, 26, ich sag's ja nach der Pause nochmal. Also, ich hab das Gefühl, dass wenn wir ins Laufen kommen und ja, mit dem Gegner heute zurechtkommen, so wie in den Spielen zuvor und vor allem, wenn wir es schaffen, ja, Uhr klein zu halten, weil der war gegen Gummersbach echt stark. Uhr Kastelitz im Tor, dann haben wir echt eine Chance, eine gute Chance. Ja, Uhr Kastelitz, ein Mann, der ja bis vor zwei Jahren bei Frischhoff war. Es ist nicht respektierlich gemeint, aber war auch immer wieder mal sowas wie ein bisschen eine Wundertüte bei uns. Der hat mal überragend gespielt, dann hat er tatsächlich wieder gar nichts gehalten und jetzt, denke ich mal, will der es natürlich wissen gegen seine alten Jungs, das ist ja kein Thema. Und unsere Mannschaft braucht die Punkte, denn bei einem Blick auf die Tabelle ist Folgendes festzuhalten, wir sind Zehnter mit 19 zu 27 Punkten. Und wenn wir heute gewinnen, können wir uns von hinten ein bisschen absetzen. Aber die TBV Lemgo, die hat im Moment als 15. 17 zu 29. Und wer mitrechnet, wenn Lemgo heute gewinnt, haben die so viele Punkte wie mir. Ja. Also deshalb müssen wir das Ding gewinnen. Ja, das hat Uwe auch vor dem Spiel als Zielsetzung ausgegeben, dass sie heute punktgleich werden wollen mit uns und gleichziehen wollen. Das gilt zu verhindern und du hast echt gesagt, das lockt halt auch echt der Sprung auf Platz 8. Der lockt wirklich. Ja, allerdings, ja, wir können da jetzt noch weiter hoch, aber nach hinten ist gar nichts sicher. Aber wenn man nach oben guckt, wenn du jetzt, ohne jetzt zu träumen, ja, weil es Montag ist, kann man so sagen, wenn es so geht, dass wir die nächsten Spiele erfolgreich gestalten. Unser nächstes Heimspiel ist ja am 24. März gegen die Mannschaft vom HC Erlangen. Da gibt es dann ein Wiedersehen mit Hartmut Meierhofer, dem ehemaligen Coach. Und jetzt suchen wir unsere Aufstellungen und haben sie auch gefunden, jawohl. Was vielleicht noch wichtig ist vor dieser Begegnung, nicht nur Uwe Kastelitz mit frischer Vergangenheit, sondern auch Nikolai Teilinger. Und vor allem auf der Bank, ganz interessant, zwei Weltmeister. Ja, überragendes Duell, überragendes Trainerduell. Florian Kehrmann, Flo Kehrmann, seit immerhin 2014, also 10-jähriges Jubiläum, Coach in Lemgo. Und Markus Bauer, ebenfalls Weltmeister 2007 auf Abschiedstour, denn nach dieser Runde wird er nicht mehr bei Frischhoff Göppingen sein. Dann glaube ich, kommt auch darauf an, wie wir den Mittelmann Tim Sutton in den Griff bekommen. Was ich nicht wusste, was der mir letztes Jahr mal erzählt hat, der ist Schwabe.
Der hat in Lübeck gespielt und seit 2017 ist er in Lemgo. Aber eigentlich kommt er aus der Ecke von Kirchheim-Tech, aber spricht kein Schwäbisch mehr. Ja, hat er verlangt auf großer Nordtournee? Selber schuld. Ja, ja klar, wir kennen es noch. Ach, aber ja, klar, aber hallo. Aber hallo. Aber Spätzle und gemischte Brate mit Kartoffelsalat, das mag er trotzdem. Ja, ja klar, also, das glaube ich sofort. So. Ja, warum plaudern wir hier noch so locker lässig? Weil natürlich erstmal das Zeremoniell, die Mannschaften sind eingelaufen, sind vorgestellt worden. Jetzt geht's gleich los mit zwei nicht unbekannten Schiedsrichtern. Die hast du hier schon am Start. Jawohl, genau, Fabian Baumgart ist dabei für die Dinge. Also Jungs, die sich hier gut auskennen in der Halle. Ja. Hoffen wir, dass sie gut den Verkehr lenken. In den letzten Wochen waren wir ja nicht immer alle, hatten einige Mannschaften mit einigen Schiedsrichtern zu tun, sagen wir mal so. Ja. Jetzt aber in anderen Sportarten. Also lassen wir es einfach mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Aber man muss ehrlicherweise natürlich dazu sagen, dass die meistens nicht so verkehrt liegen, die Schiedsrichter, wenn man es dann in der Zeitlupe anschaut. In Rot die Gäste. Wenn sie die Zeitlupe anschauen. Nein, wir. Wenn wir sie anschauen. Ja, ja. Und auch manchmal, wenn die Schiedsrichter sie anschauen würden. Aha. Egal. Ja, das machen die ja dann irgendwann. Ja, Lemgo ist, leider. Lemgo ist jetzt übrigens im Ballbesitz. Spiel ist jetzt losgegangen. Aber jetzt schauen wir mal, wer ist bei Göppingen am Start im Tor Bad Ravensbergen. Dann haben wir hinten links da haben wir den Marcel Schiller, Captain Tim Kneule. Dann Josip Sarac, Basti Heimann, David Schmidt und Franco Lastro. Und jetzt der erste Abschluss und der erste Wurf neben das Tor. Und das ist für Frischau gut so. Wenn jetzt ein paar Zuhörer aus der Lemgoer Ecke, wenn sie sich auf den TV schauen. So, dann kommt Schiller. Schiller, Tor! Dorfer Göppingen, Marcello Schiller. Durch die Hosenträger. Ja, durch die Hosenträger. Aufpassen, ziemlich harte Attacke hier von Schmidt zum Beginn. An der Nummer 2 der Gäste. An Lukas Hudecek, den Österreicher. Und das ist übrigens auch ein ganz interessanter Mann, auf den man aufpassen muss. Er ist einer der beiden Zielspieler zusammen mit Tim Sutton, der hier ebenfalls in der Mittelposition unterwegs ist. Und jetzt kommt Hudicek, abgespielt. Freiburg, gut gearbeitet in der Abwehr. Gut gemacht von Tim Neule. Mit der 25 haben die Gäste im Moment am Start. Achtung, jetzt muss ich schauen. Jetzt schießt er und Bad Ravensbergen hält. Sehr gut, sehr gut. Ja, das niederländische Duell. Gewollt, oder? So, das niederländische Duell. Josip Sarac im auf Schmidt. Da haben die Stürmer vorher gepfiffen. Ja. Uiuiuiui. Das ist natürlich. Da muss ich sagen. Dann da bin ich gespannt. Noch einige. Ja, wie oft die das heute pfeifen. Also da können sie noch ein paar Mal Stürmer voll pfeifen. So. Licht an, Spot aus, damit ich hier mehr sehe. Also. Lemgo jetzt. Lukas Hudecek, dann Sutton. Jetzt kommt wieder hier Ball auf halb rechts. Und dann müsste ein Abschluss her. Jetzt ist die Hand oben, Zeitspiel. Ja, das ist nicht zu erkennen, dass da Richtung Tor geht. Und Hudecek wirft in die Mauer. Frisch auf den Ballbesitz. Jetzt muss schnell gehen. Basti Heimann bleibt dabei. Und der Wurf zu schwach. Urkasselitz, erste Parade. Ja. Und jetzt der schnelle Konter. Und Tor. Tor von Lemgo. Schneller Konter. Vom Linksaußen von der Nummer 4. Von Samuel Zehnder. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das ein Schweizer Kollege. Genau. Aber ja? Nicht mit Manuel verwandt. Nein, nicht mit Manuel verwandt. Gute Stimmung hier. Ich denke mal, an diesem Montagabend 4.500 dürften sein. Das ist gut. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass Frischauf in Führung geht. 1:1 nach 3 Minuten 35 und wieder hält Kastelitz und der Abpraller bleibt bei Frischauf. Schiller stoppt ab. Also Abpraller bleibt bei Frischauf, bei Josip Sarac. Der spielt auf Schiller und der stoppt erstmal ab. Da hätte er vielleicht auch drauf gehen können. Hätte Fahrradkette, ne? Ja. Kennst du ja. So, Schmidt. Sarac,
versucht hier Knäule in Szene zu bringen. Aber bei Sarac, da passen innerlich alle auf. Der Name, der hat sich natürlich rumgesprochen. Ja, ich meine, ein überragender Spieler. Ne? Ja. Beim letzten Spiel eine rote Karte bekommen. Ja. Keine Auswirkungen hat. Gott sei Dank, darf heute mitspielen. Knäule auf Schmidt. Jetzt müsste nach außen gehen, aber Schmidt macht alleine. Ja. Hat so ausgesehen, als ob er Franco Lastro auf rechts außen einsetzen will. Geht dann aber selber durch auf der Halbposition. Nikolai Teilinger bei den Gästen, der Ex-Bischofsspieler, jetzt auch dabei. Hat übrigens einen eigenen Fanclub dabei. Ja, beim Einlaufen alle mit dem Schild. Nico. So, und jetzt die Gäste wieder. Können ausgleichen. Natürlich, auch rechts außen haben die auch einen Nationalspieler. Ja, mit einem guten großen Namen. Ja, mit Zerbe, nicht nur einen großen Namen, das ist der Onkel von ihm, ja. Der Volker Zerbe. Als, der den, Onkel, ja. als ich den das erste Mal hier in der damals der Hohen Staufenhalle gesehen habe, dachte ich, wer ist das denn? Also da brauchst du mir leid. Ja. Aber top sympathisch. Und das ist der Neffe, glaube ich. Der Neffe ist es, die 24 bei den Gästen. Das ist Lukas Zerbe. Und der kommt jetzt das erste Mal. Und scheitert an Bart Ravensberger. Ich weiß nicht, ob er sich das zu Herzen genommen hat, weil ich habe vor dem Spiel gesagt, Junge, du machst heute langsam. Bei mehr wie 3 Toren komme ich nach dem Spiel zu dir in die Kabine. Dann sagt er, ja, bring ein Edelgetränk mit. Also, oh. Ja, ich habe ihm natürlich Enzinger empfohlen. Apfelschorle, wie waren ja, klar. Enzinger, wir werben immer dafür, bekommen aber keine Kiste oder so, ne? Nicht? Nee. Bei dir schon? Ist der LKW vorgefahren. Oh. Aha, bei mir bringst du Postbote im Einzelnen. Krieg jeden Tag eine Flasche Enzinger. Yes! So, jetzt die Gäste wieder. Sutton. Hinter. Und Schmidt macht fest. Kriegt den Beifall in der 6. Minute. 7. Minute ist angebrochen. Immer noch 2:1, wenig Tore bisher. Abwehrlastig, kann man sagen. Ja, da ist noch nicht so viel drauf. Jetzt zu tun mit seinem ersten Wurf und Bart Ravensberger. Ja, der ist heute drin. Ah, der ist drin. Gut. Der ist drin und dran. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt wieder frisch auf. Mit Basti Heimann macht das Versuch alleine. Josip Sarac. Und ja. Der Slowene Uwe Kastelic geschlagen, ärgert er sich. Weg von Josip Sarac rein ins lange Eck. Gar nicht mal so stark, aber platziert und das ist gut so. Und damit steht es 3:1 für den Gastgeber. 3:1 für Frisch auf Göppingen. Jetzt aber aufgemerkt, die Gäste wieder im Ballbesitz. Die 25, den muss ich mir da irgendwann mal merken können. Nils Versteinen. Das hört sich an, als wäre es ein was. Ja. Von Nationalität, das kriegen wir auch raus. Ja, das ist ein Landsmann vom Bart. Na, ich bin mir nicht so sicher. Ich schaue mal nach. Der Mann ist 2 Meter groß, 24 Jahre alt und kommt aus den Niederlanden. Sicher. Und du hast gesagt aus Holland. Ja, ja. Lass ich gelten. Man, ja. Lass ich gelten, absolut. Ja, aber eigentlich fast korrekt. Nicht korrekt, aber okay. Wie so, ein Anspiel an den Kreis, das nicht funktioniert hat, mit einer aufmerksamen Frischhoff-Abwehr, die den Ball hat. Und damit wieder nach vorne gehen kann und 3:1 auch 4:1 stellen kann, wenn man das jetzt konzentriert angeht. Über den Kreis bisher, über Kosinach noch gar nichts gelaufen. Über die Außen Franco Lastro auch nichts. Und auf der anderen Seite Marcel Schiller mit einem Treffer. So, jetzt kommt Josip Sarac. Der will hier Kosinach anspielen. Ja, Mensch, muss man sich schon langsam dran gewöhnen. Tim Knäuli auf Abschiedstour, Krešimir Kosina auf Abschiedstour. Also sind schon einige, die nächstes Jahr nicht mehr da sind. Neue Namen fürs nächste Jahr angesagt. New Names from Scandinavia. Ja. Aber die lernen wir alle auch. Ja, ja. Ab dem 5. Spieltag hören wir die. Also ich mache bei der Volkshochschule schon einen Skandinavisch-Kurs, weißt du, so ein Crossover, dass ich Schwedisch und ich bin Norweger halber. Und der Norweger. Ich bin auch. Halt Norweger. Du bist Lasse Holgersson. Ah, ja, ja, ja. Ja. Holger vom Dach. Ich dachte, das wäre ein Schwede. Ja. Holgersson. Kim Holgersson oder wie der heißt. Ja. Ah, egal. Anyway. 3:1. Frisch auf den Ballbesitz. Schmidt auf Kosina. Der wird gefault. Glück gehabt. War ein Anspiel, wo nicht so dolle war, aber jetzt kommt Schmidt und Ui. Jetzt.
Nein, lieber Herr Gesamtverein. Hoch unten links rein, Okasevic, keine Chance. Neuer Spielstand, 4:1. So. Hui, in 8,5 Minuten erst einen Treffer kassiert. Das cool, ist ne? gut. Jetzt ist Emil Buhl Lerke mit der Nummer 10 bei den Gästen auf dem Feld. Und jetzt kommt wieder das heitere Raten. Was ist das für ein Landsmann? Die Nummer 10. Teile ist da. Ist natürlich ein Däne. So, jetzt der größte Spieler bei den Gästen mit der 10. Lerke. Wow. Hui, den Zauber da aber rein. Der nagelt das Ding, aber mit einem Krabums am Kopf von Bart Ravensburg vorbei, oben in den Giebel. Und da muss ich sagen, ja, wenn du den ins Gesicht bekommst, und das war ungefähr die Höhe, ein bisschen ja, höher, wow, aber hat er gut gemacht. Das war ein tolles Tor, aber das ist noch immer ein Risikotor, wenn du auf der Höhe da drauf gehst, wo ich dann denke, oh. So, Marcel Schiller läuft ein auf Schmidt. So, jetzt wird er wieder auf seine angestammte Position gehen, Kneule. Und da ist Sarac und der wird natürlich sofort geblockt. Diesmal von Zerbe und Teilinger. Und dann kommt Frischhoff. Neuaufbau. Kneule. Auf Schmidt. Schwaches Abspiel. Schmidt. Ah! Von halbrechter Position, ja, da ging nicht mehr. Da musste er abspielen. Und Tim Kneule hatte da kaum eine Chance. Und Josip mit dem Stil. Und jetzt 1:1 gegen Kastelütz. Und wir hören. No Command von uns. Super gemacht. Ja. Super antizipiert, super abgeschlossen. Also, wie ging's oder was ist passiert? Josip spritzt aus der Abwehr heraus, fischt sich den Ball, der quer kommen sollte, auf Sutton und hat dann plötzlich freie Fahrt aufs Tor der Lemgoer. 5:2. 10 Minuten und gleich 30 gespielt hier in der EWS Arena beim Zammer Spieltag. Und wieder ein Stil, diesmal von Basti Heimann. Basti Heimann zum Tor. Yes! Aufsetzer. Uiuiui. Jawohl. Und ich vermute mal, das gibt gleich den Passer. Ja. Schon ist er da. Ja. Muss er machen. Also irgendwie. Ui, 6:2. Irgendwie tippen die Trainer dann schon ein bisschen wie wir auch. Und denken, er muss jetzt den Dampf rausnehmen. Das macht jetzt auch Florian Kehrmann. Im 10. Jahr schon bei den Lemgoern. Erst war er so im. Bei der zweiten Mannschaft, davor natürlich als Spieler, Weltmeister, hat viele, viele Titel gewonnen. Und auch Markus Bauer hat ja eine Vergangenheit. Ja? War von 2001 bis 2007 bei TBV Lemgo als Spieler und Trainer. Und sagt, das war eine tolle Zeit, wo ich da verbracht habe. Ja, noch ein Weltmeister, oder? Gibt es da, der da... Bei, du meinst bei Lemgo? Und bei uns war? Ja, dein, einer deiner All-Time-Favorites, wenn es an die Feiern da ging. Du meinst Mimi? Ja, klar. Mimi, ja, logo. Wie kann ich den vergessen? Mimi war natürlich auch in Lemgo. Und bei Frischhoff. Und nach Let's Dance war der so doof trainiert, dass ich mir dachte, der könnte nochmal hier auflaufen. Ja, ja, aber wenn du mit das, Katharina Leonova jetzt ist trainierst. Er 40, jetzt ist er 40 geworden und ist dann eher bei RTL, Schlag den Raab oder wie das da heißt. Schlag den Star. Schlag bei, den Star. Bei ihm den Star. Ah, ja, das sind nicht so meine... Ja, aber er kommt in der nächsten Runde ist er dabei wieder, also alles gut. Ah, okay. Also ich bin kann eher, dir nur sagen, ich hab's in den Socials. Hab ja, ich weiß, du bist da... Nein, gar nicht so. Du bist bei den Serien... Wir haben ihn heute wieder gesehen. Ah, okay. Ich war im Studio dort und hab mit den Damen was gedreht. Jetzt. Und da habe ich ihn gesehen, deswegen. Jetzt. Also ich bin eher bei Let's Dance. Ja. Ja, also da bin ich eher dabei, ja. Ja, klar. Da kommt dann wieder der Bossa Nova und Cha-Cha-Cha Rückplatz. Und jetzt aber Cha-Cha-Cha der Lemgoer. Versuchen hier einen dritten Treffer zu machen mit Teilinger. Ui. Schönes Anspiel an den Kreis. Und Bad Ravensbergen. Jetzt schon einige Parade. Ja. Ja. Und du hast ja hier deinen Laptop und da sieht man dann sofort wie viel. Während ich dann mal sagen darf, Josip Sarac tankt sich durch und nach 11:20 steht es 7:2 für Frischhoff Göppingen. Christian Schöne, der ja neben uns ist. Ja. Drittes Tor schon von Josip. Ja, drittes Tor von Josip. Und Christian Schöne steht nach wie vor neben mir. Tolle Schulter, jetzt sehe ich wieder mehr. Und der freut sich natürlich auch. So, der ist zufrieden bisher, jawohl. Jetzt
aufpassen. Teilinger in der Mittelposition, jetzt kommt Zuton. Der spielt auf links außen, dann wieder zurück. Jetzt kommt gleich die Hand zum Zeitspiel. Ja, da ist sie. Und jetzt muss der Abschluss her. Ja, gut. Ah, das war zu durchsichtig. Gut angespielt an den Kreis. Ja. Und dann macht die Nummer 5, ist es? Ja. Jan Brosch macht den nächsten Treffer. 7:3. Ja, da konnte er jetzt nichts machen. Bart, aber weil du mich gefragt hast, 5 Paraden hat er schon in diesem Spiel. Super Wert bis jetzt. Ui, so. Timmy. Timmy Neule aus dem Rückraum geht hoch. Ich habe so den Eindruck, dass die Ansage ist, schießt unten. Muss man mal beobachten. Hab den Eindruck, die schießt mehr unten als oben. Und bei der nächsten Situation ist es so, das war zu hartes Einsteigen. Und deshalb gibt es einen 7 Meter. Torwartwechsel. Marin Cego kommt. Und wer wirft? Das macht die Nummer 4 der Gäste. Und das ist Samuel Zehnter. Ein Schweizer. Mal sehen, was er ausgibt. Also Marin Cego kommt von der Bank, macht sich breit. Macht sich groß, Zehnter täuscht an und knapp an der Hüfte vorbei. Ja, das ist immer so ein Glücksspiel für die Torhüter. Und der war dann drin, 8:4 und die Hölle Süd kommt. Ja, gute Stimmung finde ich. Super, super, ja. Alle mit den Klatschpappen dabei. Absolut, mit den Klatschpappen dabei. Du hast vorher gesagt, viele vielleicht auch nicht handballaffine Zuschauer, aber die machen gut mit. Absolut. Die 500 Ehrenamtlichen auch am Start, also alles gut, alles prima. Team Kneule, jetzt rutscht er aus und verliert den Ball. Das war schade und jetzt kommt der Konter und der kleine Zerbe. Und ich sage klein, nur im Vergleich zu seinem Onkel Volker, macht das nächste Tor zum 8:5. Schnelle Mitte gespielt, Bastian! Ja! Täuscht zweimal den Wurf an und beim dritten Mal zieht er durch. Tor für Frischau. Bastian Eimer, 9:5 in der 14. Spielminute hier in der EWS Arena. Und wir haben, schätzen wir mal, 4-5 wird es sein heute, hier an diesem Montag. Ich würde sagen, sogar drüben 4-5 sind es mindestens. Also, so. 9:5 jetzt, Teilinger spielt ab auf Sutton. All das spielt sich natürlich vor dem Tor von Bart Ravensburgen ab, der gut drin ist im Spiel. Und Basti Heimann geht da jetzt mal drauf und greift sich die Nummer 10, nämlich Emil Lerke. 2 Meter und 2 Mann. Jetzt kommt Sutton. Das geht alles sehr behäbig, aber das weiß man. Die Lemgoer spielen lange Angriffe und Zuton, jetzt trifft er. Ja. Jetzt trifft er. 9:6, 3 Tore Vorsprung. Und unser Credo ist ja immer, wenn wir 5 haben, 5 Vorsprung, dann sind wir das erste Mal, wenn überhaupt, so was wie ein bisschen geruhigt. Ja, ich finde immer so ein 3er Vorsprung, der ist dann immer schnell wieder weg in den technischen Fehler. Da waren wir dann schon mal bei der 4. Ja. Sieht schon mal ganz gut aus. 5 hatten wir gerade auch schon mal bei 8:3. Also. So, und jetzt verliert Bastian Heimann den Ball. Warum auch immer. Das war unkonzentriert. Und Sutton alleine. Ui! Alleine gegen Ravensburgen. Und Ravensburgen bekommt den Fuß nach oben. Und der Rebound auch bei den Gästen. Aber da war ein Stürmerfoul im Spiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Wie bisher finde ich. Eine sehr, sehr gute Partie mal. Ne? Also da kann man jetzt gar nicht meckern heute. Fabian Baumgart und Philipp Dinges machen das gut. Und Jaka Malus, auch einer, der auf Abschiedstour ist, ist jetzt auf der Mittelposition. Und Tim Neune auf der Bank. Ansonsten alles wie von Anfang an. Malus auf Josip, der zu Schmidt wieder zurück und jetzt versucht sie. Natürlich, die merken auch, ja, da müssen wir auch auf Stürmerfoul spielen. Und da sitzt er sich gut durch und Ravensburgen hält wieder. Wieder, ja. Ja. Also sehr gut. Richtig gute Quote, sehr ja. gut, sehr gut. Jetzt was macht Jaka, er spielt auf Lastro und Lastro macht was?
Stürmerfoul. Ich dachte, eigentlich heißt die Regel, wenn ein Außenspieler den Ball hat, dann muss der Abwehrspieler wegbleiben. Mhm. Und jetzt läuft Franco Lastro auf den Verteidiger auf, verteidigenden Spieler Lemgo auf und bekommt Stürmerfoul. Ist ja, mir jetzt. Wow. Jetzt steht es 9-6. Jetzt kann Lemgo auf 2 herankommen. Sutton Zeilinger. Sutton. Jetzt kommt Teilinger, der spielt auf Zerbe nach außen und der sucht sich die Mitte aus und verkürzt auf 9-7. Ja, da geht es nämlich doch immer wieder weit schnell, deswegen. Ich hatte ja die Befürchtung, dass das Spiel eng bleibt und jetzt haben wir viermal weg und jetzt sind es halt nur noch 2. Und dann muss man natürlich schon konstatieren, wir brauchen hier Konstanz. Was kann man denn deiner Meinung nach 17, 14 gespielten Minuten sagen? Woran klemmt es jetzt gerade ein bisschen? Ich glaube, jetzt zuletzt waren einmal war es Timmy dann mit dem leichten Ballverlust weggerutscht ist. Dann haben wir Stürmer voll, hat man dann auf der anderen Seite auch. Aber der Torwartleistung mit Sicherheit nicht. Überragend drin, Bad Ramensbergen. Der Anfang war richtig gut. Jetzt die letzten 3-4 Minuten war es. Ja. Irgendwie hat es so ein bisschen. Ja, da hat so ein bisschen Energie gefehlt auf die Platte. Jetzt müssen sie wieder zurückkommen, die Jungs. Ja, ich denke mal, es war jetzt auch der richtige Zeitpunkt für dieses Timeout von Markus Bauer, damit wir hier wieder besser ins Spiel reinkommen. So, jetzt stelle ich mich mal oben drüber. Wenn der Sportchef hier die Sicht verbaut, dann hast du natürlich ein Problem. Aber 9-7, ja, da kommt schon ein bisschen, ja, verstehe ich, geht uns auch so. Erst verliert Tim Kneule den Ball ohne Not, dann verliert ihn Basti Heimann übrigens auch nochmal ohne Not. Ja, stimmt. Ja. Dann der Stürmer-Foul. So. Oder zweimal, Lastro und Zarac. Ja, zweimal Stürmer-Foul. Ja, dann bringen die auch die über 50%-Quote von Bad Ramensberg nichts. Jawohl. Und jetzt Erik Persson im Spiel und kommt der Malus. Und dann wird abgepfiffen. Hoi. Warum kann man so etwas nicht weiterlaufen lassen? Das ist für mich schon eine Frage. Sehen da ein Foulspiel, geben dann einen Freiwurf und nehmen damit Frischhoff die klare Chance. Weil ich könnte es verstehen, wenn die sagen würden, ja, das war ein Foulspiel von Cosina mit falscher Sperre oder irgend so etwas. Mhm. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, falsche Sperre, du erinnerst dich? Ja. So, jetzt kommt Persson. Jetzt Freiwurf für Frischhoff. Schiedsrichter geht jetzt nochmal zu Holger Fleisch, dem Delegierten. Was gibt es da jetzt für eine Ansage? Irgendwas ist ihm aufgefallen. Die beiden Trainer, schau mal, wie Kampfhähne. Ja. Aber die sind ja nicht gut befreundet, die zwei. Wollen aber auch wissen, was passiert ist. Jetzt gibt es eine Ansage an Markus Bauer und dann sicherlich auch an Flo Kehmann. Der will auch wissen, was ist los. Und jetzt wird auch Florian. Ja, wir wissen immer noch nicht, was los ist. Irgendwas, vielleicht mit der Uhr? Mit der Uhr irgendwas? Willst du darüber sprechen, dass er nochmal besonders gepfiffen oder während. Ja, die schauen auf die Uhr, die mitläuft. Ja. Genau, beim technischen Delegierten. Und jetzt glaube ich, vielleicht warten sie jetzt kurz, dass die Uhr nicht läuft und dann erst angemacht wird, besser. Also, auf jeden Fall gibt es jetzt einen Freiwurf für Frischhoff und ich denke mal, Erik Persson. Ja, schauen, die Uhr steht noch. Die Uhr ist ein Tick weitergelaufen. Ah. Jetzt haben wir das Problem auch wieder. Ja. Persson! Ein Schwedenhappen am Montagabend. Super, super, super. Absolut top. Und wir wissen nicht, wann Halbzeit ist. Das ist natürlich bitter auch für uns hier. Wir können immer nur ein bisschen mitschätzen. Ja, 20 Minuten durften jetzt gespielt sein. Jetzt läuft wieder mit. Jetzt geht die Uhr wieder. Aber natürlich längst mehr gespielt als die 18-12. Nee, war. So ist es richtig. So, jetzt passt es wieder. Ja, also Christian Schöne hat das genau beobachtet, sagt uns, jetzt passt es wieder. 18:25 gespielt, erst angehalten, dann jetzt läuft sie wieder weiter. Okay, nehmen wir mal so hin. Und Teilinger, der selten wirft, aber dafür die Nummer 10. Und der geht Richtung Getränkestand. Emil Lerke übers Tor. Glück für Frischhoff, 10-4. Können jetzt wieder auf 4 vorlegen. Ja, gute Phase jetzt gerade.
richtig. Der Auszeit dann wieder ins Rollen kommen. Genau. Auch so das aufkommende Unterbinden, das ist auch so die Geschichte, warum man die Auszeit nimmt, damit man den rollenden Zug möglichst zum Stoppen bringt. Und jetzt kommt Persson. Persson wird natürlich hier auch sonderbehandelt, das heißt Textilprobe. Also spätestens nach seinem Treffer, Last-Minute-Treffer, Last-Second-Treffer gegen Flensburg. Ja. In aller Munde. Aber jetzt zwei. Aber das ist unglaublich, wie der hochsteigt, oder? Der geht hoch. Dann nagelt er das Ding auf Kniehöhe unten links rein. Aber auch wieder nicht hoch, sondern auch wieder so näher unten. Ja? Sehr gut. Das ist alles sehr, sehr gut. So. 11:7. Gleich 20 Minuten gespielt. Am Montagabend beim ersten Bundesligaspiel und Ballverlust. Und jetzt muss schnell gehen. Franco Lastro, dafür macht er. Jawohl. Ein Spiel. Dann wird Franco Lastro angespielt und macht das Tor. Auch mal interessant. Jetzt verteidigt Lastro auf der linken Seite und Marcel Schiller auf der rechten Seite. 12:7. Tor näher, 7-6, deswegen. Ja. Also jetzt müssen wir aufpassen, das ist auch so eine Geschichte. Der Trainer der Gäste nimmt immer gern den Torwart heraus, aber nicht weil Zeitstrafe ist, sondern nein, der spielt dann mit 7 Feldspielern und schon rappelt es in der Kiste. Die Nummer 10, Emil Lerke. 12:8. Ja, das als Trainer musst du das erstmal bringen. Ne? Du bist so hin und spielst dann mit 7 Feldspielern. Wenn du den Ball verlierst bei Empty Goal, kriegst du halt einen Gegentreffer. Das ist also bei dem Spielstand, finde ich das schon, ich würde sagen, mutig. Ja, oder dann natürlich auch, wenn du einen Torwart hast, oder meiste Gegner einen Torwart, ein paar Dramensbergen, der das auch immer dann direkt probiert bei der Parade. Oh. Aber Kosina und nochmal Malus. Was war passiert? Schön freigespielt, Malus nagelt das Ding an die Latte und der Rebound ebenfalls nicht drin, weil da Kosina im Weg stand und die Gäste damit im Ballbesitz. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, auch 5 wegzugehen. Das war die Chance. Und jetzt könnte es gleich wieder auf 3 zurückgehen, wenn die Gäste jetzt ein Tor machen. Ja, das ist schon, die spielen schon sehr, sehr, sehr immer wieder hin und her und dann an den Kreis. Und das war natürlich stark gemacht. Da steht mit der 48 Leos Petrovski. Und dieser Leos Petrovski ist ein Mann mit 2 Meter Größe und ein Tscheche. Aus Tschechien kommt der am Kreis und das ist ein guter. Und den musst du erstmal stoppen. Das ist ein richtiger, schau dir den mal an, Schwerathlet. Ja, da gibt es schöne Duelle mit Krasimir Kosina. Ja. So, Lastro muss sich da wehren auf rechts außen. Persson, jetzt scheitert er das erste Mal. Den Wurf hätte er sich aber auch nicht nehmen sollen, glaube ich jetzt mal. Hat er aber gemacht und damit steht es jetzt weiterhin 12:9. Ja, Lukaselitz hält sich am Ellbogen. Hat sich wehgetan dabei, gegen Pfosten, ja. Mit Ellbogen bei der Abwehr. Ja, wenn du den Ball von Persson halten willst, so wie der drauf ist, mit deutlich, deutlich über 100 Kilometern, also so 110, 115, 120 sind da möglich. Bei den Top-Schützen und ich würde den da dazu zählen. Persson, unseren Schweden. Ja, der hat einen schönen Wurfarm, ja? Ja, absolut. Also, wieder 7 Feldspieler. Ja, du hast natürlich dann schon die Chance, mit 2 Kreisläufern zu spielen. Ja, jetzt aber eine haarsträubende Fehlabgabe, hätte auch links außen kommen sollen. Ball kommt zu spät, sonst hätte man schnell machen können. Der Ball Kastel ist wieder drin. Und die Nummer 10 auf der Bank, nämlich Emil Lerke. Malus hätte ich das Tor so gegönnt, völlig freistehen. Hat sich den Urkastelitz schon ausgeguckt und knallt das Ding dann an die Latte. Das war schade. Der war richtig ärgerlich, ja? Ja. Und Krešimir Kosina noch nicht so richtig im Spiel und nicht so richtig angespielt. Verliert jetzt auch den Ball. Ui. Und das gibt einen Konter. Heimann muss aufpassen. Versucht den Spieler zu stoppen und produziert dadurch einen 7 Meter.
hat ihn quasi in die Arme genommen, also kein schweres Foul. Aber natürlich hat er Glück, dass er nicht 2 Minuten kriegt noch. Aber das gibt natürlich einen 7 Meter und der wird wieder ausgeführt werden von Samuel Zehnder. Ja, bislang. Und dann könnte schon 10-12 stehen. Ja, 2 Tore hat er schon. Samuel, den ersten hat er souverän reingemacht. Gegen Marin Cego, jetzt gegen Bad Ravensburg. Ja, das ist ganz, 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 ganz eng, das Ganze. Und jetzt mach mal, jetzt, sagt Crescio, jetzt komm, jetzt kannst du auch mal werfen. Der lässt sich da viel Zeit. Ja. Ravensburg bleibt drin und keine Chance. Hä? Oben rechts ins Dreieck. Oben rechts ins Dreieck und da hast du keine Chance. 12-10 und jetzt muss Göppingen, die Frischhoff-Mannschaft, schauen, dass sie wieder ein bisschen Luft bekommt mit den Zuschauern, dass sie wieder ein bisschen wegzieht. 2 Tore sind gar nichts. Und Persson drin und Heimann drin und Heimann. Das war ein Check und da, junger Freund, Da würde ich sogar den Videobeweis bemühen. Ja, ich glaube, das machen sie auch, oder? Wow, wie hier jetzt ausgerechnet der Mann, den wir vorhin als Schwerathleten bezeichnet haben, weil er eben so muskulös ist, die 48, Leos Petrovski. Müssen Sie anschauen. Was sagt Holger Fleisch? Anschauen, ja. Sagt Kehrmann, der ahnt schon was. So, zeigt an, Videobeweis, auch immer lustig, ne? Zeigen wir mal das Viereck an, Videobeweis, jetzt schauen die rein. Jetzt wird es denen zugespielt, den beiden Schiedsrichtern. Sagt er, zeig mal die Situation. Der Coach guckt es auch an, Kehrmann hat es auch angeschaut unten. Ja, und schaut auch genau dazu. Und Holger Fleisch sagt, Trainer müssen da wegbleiben, da dürfen nur die Schiedsrichter stehen am Monitor. Und was sehen die da jetzt? Schauen ganz genau hin. Und das Blöde an der Geschichte ist ja eigentlich, je länger sowas dauert, desto unruhiger werden die Leute. Ja. Aber was viel blöder ist, Basti Heimann liegt immer noch auf dem Boden. Hey. Das macht mir. Ich habe so den Verdacht, der wurde auch im Kopf getroffen. Jetzt steht er wieder, Beifall für Basti Heimann. Und jetzt kommt die Entscheidung. Jetzt kommt wieder das Zeichen zum Video. Ich tendiere mal Richtung 2 Minuten. Pass auf. Nee, wo glaube, geht der Clip Karte. Hin? Oh, rote Karte, doch. Zeigen rot. Boah, ich dachte, der ging auf 2 Minuten, aber das haben die sicherlich ganz genau angeschaut. Und ja. Und jetzt sind die mit der roten Karte für den Tschechen natürlich nicht gut bedient. Das war, wenn ich die Situation nochmal so rekapituliere, vielleicht nicht mal so mit Absicht. Der ist da nach hinten seitlich reingerannt und ist sehr ungeschickt. Sehr ungeschickt. So, Nils Röller. Nils Röller, wenig Spielzeit. Ob er bei Frischhoff bleibt, weiß man noch nicht. Jetzt am Kreis für Kosina. Und die 25. Minute läuft. Nils Röller, wenn der den Ball im Kreis bekommt, jetzt spielt man mit 2 am Kreis. Jetzt müsste man den einsetzen. Jetzt kommt der Ball auf Schüler. Hoi. Ui, aber der ist von ganz außen da reingeflogen. Und dann liegt noch mal einer unten und Dr. Bicknapp und Sebastian Debe gehen aufs Feld. Da gab es einen Schlag. Wieder Richtung, nicht Gesicht, aber Richtung Genick. Und das muss man sich anschauen. Und wieder, wir gehen noch nicht noch mal an dem Video. Holger Fleisch war ja selber einer der besten Schiedsrichter. Gespannt. Und jetzt geht es nochmal Videobeweis. Ja, jetzt wird es aber langsam schon spannend. Und jetzt will man wissen, was hat der da gesehen, was hat er da gemacht? Ich habe es nicht genau gesehen. Ich auch nicht. Ich war komplett mit dem Blick auf Marcel und dann auch wieder wegläuft und dann hat es dann Lager. Also ja. Ich habe ihn vorbeilaufen, das nur gesehen. Ja. So, das schauen die sich auch genau an. Das wäre natürlich Kapital für die Gäste aus Lemgo, wenn es da nochmal rot gäbe. Aber wenn es dem so war, dann muss es rot geben. Ja, ja. Und ich finde das richtig. Guck mal, die schauen nicht so ganz kurz hin. Und Erik Förster steht wieder. Ja, und der ist auch hart im Game. Weißt du, der legt sich auch nicht einfach so hin. Also. Und jetzt wird
was gemacht. Holger Fleisch heute sehr heftig im Dialog. Oh, ja. Das Video wird angezeigt. In, der Griff in die Tasche. Ja. Rote Karte. Oh, 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 das trifft jetzt hart. Wenn jetzt Zutun auch noch. Ja. Eieieiei. Zwei rote Karten. Da wird Florian Kehrmann wieder schwierig zu handeln sein. Nach ja, dem geht Spiel. Auch schon ab hier unten am ja. Anschreibertisch. Und da muss er wegbleiben, sonst kriegt er jetzt auch nochmal gelb. Ja, trainiert das jetzt auch. Ja, aus seiner Sicht kann ich es verstehen, aber die Schiedsrichter schauen sich das ganz genau an. Ja. Und ich sage, bevor die rot geben, da müssen sie sich schon ganz sicher sein. Und das waren die sich in der Situation. Und das muss man als Schiedsrichter bringen. Jetzt kommt gleich die Karte hier. Warte, wer meckert weiter? Ja. Wenn er endlich aufhört, gibt's was. Ei, ei, ei. Aber das musst du erstmal bringen als Schiedsrichter, weil rote Karten nach Video gibt es ja nicht allzu oft. Aber nee. Gleich innerhalb von 2-3 Minuten, zwei. Genau, und dann schauen wir nochmal besonders genau hin. Wenn man weiß, man hat gerade eine gegeben, also da muss man sich dann schon sicher sein. So. Es sind aber natürlich jetzt auch zwei wichtige Jungs, die ihnen fehlen, wenn sie wieder das 7-6 spielen wollen. Also genau. Das ist das, ja tut das Thema. Weh. Und Tim Sutton ist ja das Spielmacher. Und jetzt wollen sie da durchgehen und da steht die Abwehr. 57 bzw. 1-10 noch in Unterzahl, die Gäste. Die spielen hier nur auf Zeit jetzt. Die wollen gar nicht. Oh. Ah, Madonna, da kommt ein Lob von der Nummer 2 von Lukas Putecek, von dem ich mir viel mehr versprochen habe. Und der rutscht Bad Ravensbergen durch die Finger. Und damit steht es 13-11. Und Flo Kehrmann ist am Rotieren da unten. Sortiert seine Jungs und jetzt Kneile. Kneile, jetzt hier müsst Richtung Tor gehen. Jetzt ist Zeit angezeigt. Jetzt muss was passieren. Jetzt. Kein Tor. Da geht er nicht rein. Kein Tor für Frischauf. Uiuiui. Bei 4-6 und Uwe Kastelitz hier mit den Fans. Erstaunlicherweise für den Montagabend, das sind doch viele junge Fans, das ist eine ganze Bus da wohl. Ja, gut ab, jetzt wirklich. Ah ja. Und jetzt haben die Gäste den Ball. 13-11, zwei rote Karten. Boah, kein Kapital draus geschlagen. Und jetzt mit zweimal in Unterzahl haben die das gut verteidigt. Und jetzt kommt Frederik Siemack bei den Gästen. Und der Frederik Siemann scheitert erstmal und kriegt dann den 7 Meter. Und jetzt geht hier auf Christian Schöne hoch. So. Komm ein bisschen zu mir, dann sehen wir mehr und ich habe dich besser im Griff. 7 Meter, den man tatsächlich geben kann, aber eigentlich nicht muss. Und jetzt kommt wieder Zehnter. Der war bisher treffsicher. 13-11 und jetzt kommen die womöglich Bad Ravensbergen gegen Zehnter. Komm! Ah, wieder keine Chance. Ja, von der Linie ist er echt richtig stark. Ja, für den neutralen Zuschauer oder Zuhörer bleibt es zumindest aber mal richtig spannend. 13-12 jetzt. Ja, aber eigentlich bis jetzt, also ich muss sagen, die Phase in doppelter Unterzahl war bis jetzt die schlechteste. Muss absolut. Man ganz einfach schon sagen. Nicht konzentriert gespielt, nicht den freien Mann gesucht, alles so Stückwerk. Und jetzt auf Lastro auch so ein halblebiger Ball und jetzt Persson wieder. Gut, Kosina kann da nichts machen, bekommt auch den Ball nicht. Jetzt wird die Uhr angehalten, hoffentlich springt die nachher wieder richtig an. Und dann denke ich mal, wird gewischt, so ist es. Eieieiei, 4 oder auch 5 schon mal vorne gewesen. Ja. Ja, jetzt haben wir einen 5-1-Lauf gegen uns. So. Seit dem 12-8. Also, jetzt hoffen wir doch mal auf Josip Sarac. Der wird geblockt, das gibt Eckball. Da ja, freut sich die Abwehr Ballbesitz, natürlich. Aber wenigstens noch Ballbesitz. Ja. Persson. Sarac. So, und Manus. Persson. Kreisanspiel. Wow! Das war stark. Super Tor. Kosina nimmt den Ball so halb im Liegen mit und schaufelt den einfach irgendwie ins Tor rein. Das ist Routine und das ist Können. Und das ist Kosina. Sehr gut. So. 14-12, eine Minute und gleich 25 noch zu spielen.
Und hier in der Halbzeit gibt es übrigens viel, viel zu gewinnen. Viele Eintrittskarten. Also kommen Sie vorbei bei den Spielen bei Frischhoff. Wir verlosen hier etliche Tickets. Und jetzt aber erstmal schauen, was gibt die Schlussphase her. Jetzt müsste wieder Zeitspiel kommen. Ja, da ist es. Anspiel an den Kreis. Ja, und Simjak macht das gut. Ja. Das war ein starkes Anspiel und aus der Drehung heraus 14 zu 12. Kommt Jungs, jetzt geht doch noch was. Hölle Süd, kommt nochmal. Jawohl. Ja, wenn Sie bei uns zuhören, kann ich Sie eigentlich nur einladen. Nächstes Heimspiel, Frischhoff-Köppingen. Ich glaube, Sonntag ist es dieses Mal, 24. März, 16 Uhr gegen HC Erlangen. Und das ist jene Mannschaft, die jetzt vom früheren Frischhoff-Coach Hartmut Meierhofer trainiert wird. Persson auch für Lastro und der scheitert. Den muss er machen. Den muss er machen. Ja, und jetzt kommt Uhr so langsam rein ins Match. Jetzt kommt Uhr ins Match. Das gibt's doch nicht. Und jetzt können vor allem beim 14 zu 13 Folgendes passieren, dass die Gäste hier jetzt noch ausgleichen. Ja. Wir werden jetzt auch einen langen Angriff spielen. Schauen wir auf die Uhr. Jetzt haben wir 44. Das erste Mal seit dem 1 zu 1. So ist es. Und noch keine Anstalten der Schiedsrichter, also Frischhoff wird da nicht mehr viel machen können. Die spielen das jetzt runter, jetzt geht es nur darum, dass man sie nicht zum Schuss kommen lässt und da ist schon passiert. Ja. Das haben die super clever gespielt und ich verabschiede mich und wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Genau, Karl-Heinz verabschiedet sich jetzt Richtung Platz und wird dort hier in der Halle Tickets verlosen, hat sie ja gerade schon mal eingeladen, kommen Sie gerne mal vorbei. Halle ist heute schön voll, ist meistens voll und dann lohnt sich die Stimmung gut. Also wie gesagt, gerne die Einladung. Und wenn es dann noch so spannend ist wie heute, ein bisschen ja, unnötig spannend aus Göppinger Sicht. Zwischenzeitlich eine 5-Tore-Führung, der schon beim 7 zu 2, aber mit 8 zu 3 geführt. Und jetzt hinten raus leider den Vorsprung vom 12 zu 8, langsam aber sicher immer weggegeben. Am Ende geht es mit dem Unentschieden mit einem 14 zu 14 in die Halbzeitpause. Hier werden jetzt noch Interviews gemacht mit Lukas Hutecek für Dein. Wir machen ein bisschen Päuschen und melden uns dann aber rechtzeitig wieder zurück, wenn es hier weitergeht mit Halbzeit 2. Wie gesagt, unentschieden steht es, 14 beide. Und ja, bleiben Sie dann dabei. Ist ein Krimi.
exactly what to do to blow my mind. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm sorry, I got me upside down, spinning around you. Wanna taste the sage ich jetzt einfach mal, dass Schmidt jetzt erstmal scheitert. Genau, ich hoffe, wir sind drauf. Ja, aber auf alle Fälle haben wir einen Fehlwurf von uns. 14-14 und das heißt, die Gäste, wenn ich richtig aufgepasst habe, haben jetzt die Möglichkeit, das erste Mal in Führung zu gehen. Ja, genau. Das allererste Mal wäre das. Marketingchef Peter Kühnle, halb rechts im Mundloch, noch relativ entspannt. Ja, schon immer ganz so, würde ich sagen. Ich glaube, er war schon Gerd Hofele, der Manager, wie immer rechts im Mundloch. Beide stützen sich an der Mauer ab. Und ich weiß nicht, ob du noch Musik hörst. Nee, ich glaube, wir sind drauf. So, okay. Alter. Alles gut, alles gut. Teilinger setzt sich durch, wirft an den Pfosten und bekommt einen 7 Meter. Ja, kann man geben. Mhm. Immer so kann Entscheidungen. Und Mr. Zehnter, unser Schweizer Sportkamerad, nämlich Samuel Zehnter, der wird jetzt wieder anlaufen, hat bisher alle seine 7 Meter reingebracht. Ja, dreimal erfolgreich bislang. Jawohl, jetzt Chego im Tor, Chego. Ah, jetzt haben wir die Führung von einem 12-7. Mit zwei roten Karten, also das einfach nur mal zur Erinnerung. Ja. Jetzt braucht es Unterstützung. Jetzt braucht es wirklich alles. Jetzt braucht es alles, um hier wieder reinzukommen. Es ist immer wichtig, hier nach der Halbzeit mit dem richtigen Schwung reinzukommen. Kein 7 Meter für Schmidt. Er hat sich da durchgemogelt, aber bekommt kein 7 Meter, sondern nur einen Freiwurf. Zeit wird angehalten. Zeit für Cleaning up the Ghetto. Das heißt, es muss gewischt werden. Ja, die machen es mit dem Ball. Immer wichtig, dass da kein Schweiß auf dem Boden ist. Der hat tatsächlich schon ganz, ganz blöde Verletzungen gegeben. So, Frischhoff mit Knäule, Frischhoff mit Sarac. Sarac auf Schmidt, wieder zurück auf Schmidt. Und jetzt muss der Abwurf, jetzt muss was kommen und kommt. Ja. Kommt.
Sarac deutet an, dass er nochmal abspielt, geht dann aber selber durch und macht Tor für Göppingen, Tor zum Ausgleich. Na, jetzt musst du einen, jetzt können die wieder vorlegen und vorher hatten wir mit 4 geführt, 2 rote Karten. Das ist ein unglücklicher Auftakt in die zweite Halbzeit, aber auch schon vor der Halbzeit. Ja, das war's. Also wie gesagt, 12-7 mit 5 Toren waren wir vorne. Und dann gehen wir mit einem 14-14 in die Pause. Das, na, das geht nicht. Und dann, wie gesagt, in der Phase auch noch die beiden roten Karten vom TBV. So. Ja, gute Parade. Gut gemacht. Ja, Marin Cego jetzt schon. Marin Cego jetzt drin und den könnten wir jetzt gut gebrauchen mit einer guten Leistung. Schmidt geht durch und bekommt was? Kein 7 Meter. Ui, das ist aber schon, der will werfen und wird von hinten runtergezogen. Ja, und vor allem auf der anderen Seite. Da kann man schon auch mal 7 Meter geben. Ja, vor allem wenn man vorher gesehen hat, das ja, muss man. So, die Herren, jetzt gehen wir wieder in Führung. Auf geht's. Richtig. Halle ist da. Also, jetzt Neule, Sarac. Ja, Sarac, ui, wird von Teilinger da Rüde nach unten gezogen. Das ist natürlich auch immer irgend sowas, so nach dem Motto, zeigen, wo der Hammer hängt in der Abwehr. Wir sind da. Und Neule jetzt läuft an. Schmidt zu nah am Kreis. Da ist keine... Ah, da kannst du nicht... Ah, nein. Das ist jetzt so, dass ich sagen würde, bereits nach 4 Minuten kann Markus Bauer da eine Auszeit machen. Und dann auch noch die Hand oben. Jetzt muss ein Abschluss her. Und Neule verliert den Ball. Oh, und Zerbe. Und jetzt gibt's Rot. Ja. Pass auf. Sarac. Also, Zerbe kommt, Zerbe kommt mit Geschwindigkeit. Sarac kommt von der Seite. Und der, ich glaube, der hat ihn gar nicht gesehen. Aber ich denke mal, ohne dass sie den Video machen, ohne Video, boah, den hätten wir sich schon alles... Nee. Aber gut, er hat ihn... Weißt du, ob jetzt Absicht oder nicht, wenn es Absicht gewesen wäre, sowieso klar. Aber er hat hier tatsächlich im Rückwärtsgang, ja, das ist auch das Rückzugsverhalten. Sarac hat ihn gar nicht richtig gesehen und trifft ihn im Gesicht. Und wenn du halt mit Geschwindigkeit kommst, da brauchst du nicht zuschlagen. Da reicht schon die Hand oder der Ellbogen im Gesicht und dann liegst du. Und das ist jetzt so. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht, warum sie sich nicht angucken. Dass sie da sofort ziehen. Die waren sich sofort sicher. Und Gott sei Dank steht er wieder, die Nummer 27. Lukas Zerbe. Sieht den dann auch meistens auch mal schnell an. Wir schauen mal, der ist zwar ein paar Meter von uns weg. Aber geht jetzt auf die Bank. Und Markus Bauer diskutiert mit Holger Fleisch. Geht es jetzt darum, natürlich ist das jetzt eine Mega-Schwächung. Ja. Mega-Schwächung, das muss man so deutlich sagen. Derweil tatsächlich Tim Sutton auf der anderen Seite ein ähnlich wichtiger Spieler ist. Der hat auch rot gesehen. Und jetzt müssen es andere richten. Wer könnte in die Bresche springen? Jetzt müsste Sebastian Heimann. Jetzt kommt erstmal Zehnter. Ja, der macht das Tor. 15-16 und 2 Minuten. Natürlich trotz roter Karte in Unterzahl. Eieieiei, kein guter Start. Also diese rote Karte würde ich unter Synonym unglückliche Aktion. Ja, er kommt aus seinem Rücken, will nach dem Ball greifen. Ja. Lothmann jetzt auf rechts außen bei Frischau. Kosina, ja, Heimann jetzt drin. Sebastian Heimann muss jetzt Verantwortung übernehmen. Schmidt, ja, so wie schon in Hamburg auch. Ja, ja. Schmidt wirft jetzt übers Tor, aber das macht er deshalb, weil er auch gefault wird. Und jetzt müssen wir aufpassen, weil da kann auch die Zeitspiel kommen. Wenn man ein weniger ist, spielt man ja auch gerne längere. Anspiel auf Kosina, nicht gelungen. Und empty goal und Tor. Ja. Das war ein Anspiel, wo ich finde, an Kosina, das war viel zu gefährlich. Jetzt geht Knäule raus, jetzt geht auch Schego raus, damit man wieder 6 im Feld hat. Lothmann kommt. Jaka Malus, entweder Malus oder Lothmann werden dann rausgehen. Das Tor ist wieder leer. Achtung, wir sind mit 2 Toren im Rückstand.
Und der Zug rollt unaufhörlich. Die Lemgoers sind drin im Spiel und Frischhoff ist nach 5 Minuten und 50 in der zweiten Halbzeit nicht drin und hat die rote Karte bekommen. Jetzt wieder Schmidt, kommt zwar zum Wurf, wird aber gefoult und dann gibt es natürlich einen Freiwurf. Wow. Lemgo ist eine Mannschaft, da geht es immer eng her. Jetzt führen die plötzlich mit 2 und Schmidt. Oh. Ja, das sieht natürlich auch spektakulär aus, wenn der hier auf dem Boden liegt. Gibt aber nur Freiwurf. Nur Freiwurf. Und wer könnte da jetzt, nach 2 Sekunden ist Frischhoff in Unterzahl, wer könnte da werfen? Er könnte Malus auf Heimann auflegen und Malus auf Heimann und Heimann probiert und Heimann tippt und wird nochmal gefoult. So, warum jetzt angehalten? Diskussionen wieder. Jetzt muss der Abschluss her. Schmidt und Heimann stehen bereit. Ja. Von der Position eher was für Heimann. Boah, 36 Minuten und 26 hier am Montagabend in der EWS Arena. Und der Wurf kommt von Heimann. Und der geht einen halben Meter drüber. Ui. Boah, jetzt, bloß hier, nicht, ja? Ja, jetzt bloß nicht den Partycrasher. Bei dieser guten Stimmung am Montagabend beim Zammerspieltag. Und Lemgo-Fans sind natürlich oben auf, das ist klar. Ja, jetzt brauchen wir eine gute Abwehraktion, um die Leute wieder zurückzuholen. So. Das ist jetzt, also, das ist, oh, Glück gehabt. Der Wurf der Lemgo geht an den Pfosten. Frischhoff kann jetzt wieder, nachdem sie wieder vollzählig sind, wieder ein Tor machen. Ja, und Sebastian Heimann geht da drauf, aber zu ungestüm. Da gibt es maximal einen Freiwurf. Jetzt muss gewischt werden. Lemgo nutzen jede Möglichkeit, das Spiel hier langsam zu machen. Boah, doch nicht ganz die 4-5, du hattest recht. Ja, ganz gut geschätzt, 4.400 Zuschauer. Ja, aber gute Zahl. Wir hatten einen Halbzeitstand von 14 zu 14, ja. Und jetzt steht es 15 zu 17. Also, der Lauf für die Gäste aus Lemgo. So. Und jetzt läuft der Ball und jetzt kommt Jakamalus. Wird gefoult, bekommt den Freiwurf, aber Kastelitz wäre natürlich auch da gewesen. Aber natürlich war da kein Dampf dahinter. Da muss schon mehr Power kommen, wenn du Ur Kastelitz den 2-Meter-1-Mann hier überlisten willst. Schmidt, mogelt sich durch. Hat er gut gemacht. Ja, sehr gute Aktion und wichtige Einzelaktion. Und wie gesagt, dass die Halle wieder da ist. Da hat der Lukas Hutecek glatt stehen lassen. Der gleiche Spieler liegt jetzt am Boden, wird von Kossi nach oben geholt. 16 zu 17. 16 zu 17. Wie? Genau, gerade schon der dritte Treffer für David. Also. Da. Ja, jetzt, wie geht's weiter? Also, aufgepasst. Gute Check. Und gut gehalten von Chego. Kommt jetzt der Ausgleich. Schiller auf links außen und nein. Scheine. Kastelitz triumphiert. Und auf der anderen Seite liegt wieder ein Spieler am Boden. Kastelitz, der muss da auch drin sein. Ja, aber wobei der Winkel hat schon schwer geworden ist, weil Nikolai Teilinger gut nach hinten gearbeitet hat. Ja. Weil Nikolai Teilinger wirklich Bahn ihm dazu gemacht hat, da muss das schon weit nach außen, aber trotzdem. Ui, das ist wieder dieses spannende Ding, das wir gegen Lemgo seit Jahren haben. Und die letzten 2 Spiele, die wurden deutlich gewonnen in Lemgo, im Pokal. Und auch beim darauffolgenden Spiel, Anfang November müsste es gewesen sein,
Und jetzt Hutecek, der Österreicher. Ein Spieler an den Kreis, gut abgewehrt. Und oh, nee. Nein, der geht rein. Der geht rein. 16-18, Frischhoff, dranbleiben, dranbleiben. Oh, was für ein guter Schnelle Tor. Beine, was riskieren, mutig sein. War der von Jan Brosch gerade, der darf nicht rein, oder? Ja, nein. Auszeit. Der war's. Auszeit von Markus Bauer, das gibt Gelegenheit. Im Oktober hat Frischhoff im Pokal mit 31-25, mit 6 Toren, kann man sich jetzt hier heute gar nicht vorstellen, nee, gewonnen. Und dann kurz drauf, 2 Wochen später, im Ligaspiel nochmal mit 5 Toren, 26-21. Jetzt steht 16-18. Ja, dabei waren sie echt in der ersten Halbzeit 25, 24 Minuten lang echt auf einem guten Weg. Und dann plötzlich kommt der Bruch. Kriegst Tore, also der Gegner wird eigentlich noch geschwächt durch 2 rote Karten und das bringt dich aus dem Rhythmus. Ja, absolut. Und die rote Karte, wir haben ja schon gesagt, die tut den Gästen weh mit ihrem tschechischen Nationalspieler und dazu Tim Sutton. Und jetzt auch Josip Sarac mit einer roten Karte. Da haben die Schiedsrichter keinen Videobeweis benötigt. Da haben sie so entschieden auf Rot. Unglückliche Abwehraktion. Sarac kreuzt sozusagen Zerbe, sieht ihn gar nicht richtig, aber trifft ihn dann im Gesicht. Ja, wenn die sich da so sicher sind, und die sind natürlich schon noch mal 30 Meter näher dran wie wir, dann soll es so sein. Aber das ist natürlich eine richtige Schwächung für unsere Mannschaft. Ja, Josip, leider wirklich eine absolute Bank. Angriff und Abwehr normalerweise. Heieieiei. Also. Ja, bislang auch mit 4 Toren unser erfolgreichster Werfer gewesen. Jetzt Malus. Malus versucht alleine auf Heimann und der knallt das Ding so in die Abwehr, dass die abwehren kann. Und jetzt kommt Teilinger im Konter. Und schon steht es 16-19. Cool. Das wird doch noch ein guter Montag werden. Wenn die Woche so anfängt, dann kannst du den Dienstag auch gleich knicken. Deswegen brauchen wir doch eigentlich ihren Heimsieg. Wir wollen doch eine gute Woche haben. Und das Frischhoff-Herz schlägt doch so, dass wir in die gute Woche wollen. Boah, -3. -3. Schmidt wird geblockt und bekommt was? Bekommt er 7 Meter oder nicht? Eher nicht. Ja, deutliche Worte. Der Schiedsrichter an Kosina, der sich hier beschwert. Keinen. Keinen 7 Meter. Und auch die Tage, wo du sagst. Ei. Nee, Tuchfliegen tut es uns nicht. Ab jetzt ist es richtig harte Arbeit. Jetzt ist es, ja, ganz genau. Jetzt ist es nicht die spielerische Leichtigkeit. Jetzt muss es über den Kampf gehen. Und jetzt geht es über den Kampf. David Schmidt, sehr gut. Also, 17-19, geht doch noch. Da geht doch noch was. Wir sind in der 41. Spielminute. Noch genügend Zeit, hier die Weichen Richtung Sieg zu stellen. Dazu brauchst du jetzt aber eine stabile Abwehr, die stabil steht. Und jetzt, oh, ein verunglückter Kemper. Und ja, der war ganz schwach. Ball in den Kreis und meilenweit kein eigener Spieler. Glück für Frischhoff. Jetzt auf 18 Tore rankommen. Und jetzt kommt Flotmann. Ja. Ins kurze Eck. Kastenitz macht einen Schritt Richtung langes Eck. Da war das kurze Eck offen. Und deshalb steht jetzt 18-19. Ja, der macht ihn souverän rein jetzt. Motiviert wahrscheinlich durch die Nominierung für die Nationalmannschaft, oder? Das hat mich ein bisschen gewundert, weil die Dänen sind natürlich eine Übermannschaft, dass er da jetzt nominiert wurde. Aber natürlich, Marcel Schiller ist ja auch wieder nominiert worden. Ja? Also, why not? So, 2 Frischhoff-Spieler für ihre Nationalteams und jetzt Anwurf an den Kreis. Und da kommt Flotmann nicht zurecht, wird natürlich in den Kreis geschoben. Ja, ungleiches Duell. Also, ja, das ist sehr ungleich. Und Samuel
Zehnter ist der Mann, der ausführt, und Jan Brosch hat diesen 7 Meter herausgeholt. Und dann darf noch mal gewischt werden. Und Zehnter gegen Schego. Jetzt wäre es so an der Zeit, einen zu halten. Das wäre gut für die Stimmung. Schego, keine Chance. Macht den Schritt nach vorne, Ball kommt aber links unten. 18 zu 20. Jetzt ist die Zeit, dass die Fans helfen. Jetzt muss es laut werden. Jetzt wird es laut. Ja. War auch schon das 7. Tor von Samuel Zehnter und dann 6. Von der Linie. Ja, also das ist sehr treffsicher, da gibt es gar nichts. Er spielt sehr, sehr konzentriert. Und das war jetzt ein Anspiel an den Kreis. Oh ja, das lassen wir weiterlaufen. Das Foul kam erst im Nachhinein. Das war schon korrekt so. Und das Tor ist auch in Ordnung. Da wurde Koschina erst gefoult, nachdem der Ball eigentlich schon weg war. Und damit steht es jetzt 18:21. Und der Treffer war von Schimak, oder? Ja, ich glaube, die Nummer 8 war es. So, Schimak. 3 hinten. 43 Minuten gespielt in der EWS Arena vor 4.400 Zuschauern. Im ersten Montagsspiel in der Liqui Moly Bundesliga, nicht im ersten insgesamt, sondern für Frischau Köppingen. Heimann! Und trifft wieder nicht. Da fehlt die Power. Jetzt waren wir auf 1 wieder dran, jetzt sind wir wieder bei den 3 und sogar die Chance, jetzt auf 4 wegzugehen für Lembo. Ja, und die nehmen den Torwart raus, spielen wieder. Ja klar, jetzt kann ich es verstehen. Die sind jetzt vorne mit 3. Jetzt spielen die wieder mit 7 Feldspielern und mit 2 richtigen Kanten dann am Kreis. Und Hudecek, der Österreicher, der in der ersten Halbzeit nicht so zu sehen war, übernimmt jetzt die Verantwortung. Und Zerbe nach dem Foul von Josip Sarac übrigens auf der Bank. Den scheint es tatsächlich getroffen zu haben. Mhm. Gute Besserung und hat Glück gehabt, Anspiel ans Kreis, Ball, der Rebound landet nicht bei Frischauf und jetzt macht Flo Kehrmann die Auszeit. Ja, hat er clever gemacht. Also jetzt wird die Zeit wieder Zeit angezeigt worden. Ja, und noch 4 Würfe zeigen sie auch, danach geht es weiter, aber jetzt können sie ein bisschen was zusammen austüfteln. So, und was muss jetzt Markus Bauer seinen Jungs sagen? Ja, eigentlich müssen wir wieder so wie am Anfang. Da war die Abwehr wirklich gut gestanden, gut eingestellt auf den Gegner. Ja, wir tun uns echt schwerer, seit zu tun. Und seit der Drops hier raus hin, auf die waren wir so eingestellt, dann auch auf diese 7 gegen 6 so ein bisschen. Ja. Ja. Ich habe gerade kurz zugehört, weißt du, wegen Auto umparken, nicht das meins ist. Bist du heute mit dem Auto da? Heute bin ich mit dem Auto da. Helikopter. Dachte, du bist mit dem E-Bike unterwegs. Nee, mit dem Helikopter. Ah, okay, Helikopter. Also, 18:21 und die Gäste haben auch noch den Ball. Und es sind nicht mal mehr 16 Minuten zu spielen, nämlich ganz genau 15:58. Ja, wir müssen jetzt bis zur 50. abknabbern. Müssen wir dran sein auf einen. Also jetzt braucht es Kampf. Jetzt kommt Poteco in der Abwehr. Mal sehen, Witt, der mich schon so lange ein richtig gutes Spiel gönnen würde. Und Ellebeck kommt auch noch dazu. Und Heimann verursacht gegen Deilinger einen 7 Meter. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Wir wollen da nichts auf irgendwelche Schiedsrichter oder sonst was schieben, aber das war für mich ein Foul, wo man keine 7 Meter reingeben muss. Ja, und es war auch keine Abwehr durch den Kreis. Aber es ist so und ja. Zehnter tritt an. Du hast schon gesagt, 6 hat er schon reingemacht und die Nummer 7. Peng, Tor. Ja, das ist unglaublich. Ganz sicherer 7 Meter Schütze und ist auch nicht immer das gleiche Eck, der variiert da. Aber halt immer mit Schmackes. Ravensburg geht wieder raus, Schego wieder rein. 18 zu 22. Oh, 4 Tore. Ey. 4 Tore. Ellebeck jetzt mit Schwung. Heimann. Ja,
Da ist jetzt natürlich schon da, der spürt die Verantwortung einerseits, aber andererseits müsste er in der einen oder anderen Sekunde ein bisschen überlegter bleiben, oder? Mhm. So. Ja, bin ich bei dir, aber er muss natürlich jetzt noch echt viel machen. Hinten muss er ja auch ackern, gerade eben in der Aktion habe ich ihn auch ein bisschen allein gelassen bei dem 7 Meter. Absolut. Poteco jetzt am Kreis, Kosina zum Durchschnaufen auf der Bank, Flotmann auf rechts, Schiller links. Und jetzt Persson auf, ja, die sind da schon, Heimann wird hier, aber das ist die Geschichte, mit der er leben muss. Er wird in jeder Halle, weil man weiß, er ist ein gnadenloser Shooter. Und jetzt muss er nur ruhig bleiben. Und jetzt, Hellebeck macht das mit Dennis Steinermann. Das freut mich jetzt, wo wir den bringt mit beiden Beinen ab und nagelt das Ding unter die Latte zum 19:22 und die letzte Viertelstunde ist bereits angebrochen. Ja, auch einer, der gehen wird, ja, Tobi Ellebeck, aber auch ein ganz ruhiger, bescheidener. Seine Ehefrau auch mit dem kleinen Kitty hier außen rum, im Kopfhörer auf, unterwegs, im Oberrang. Und da geht es zurück nach Schweden, auch er auf Abschiedstour. Tobi Ellebeck, ganz sympathischer Typ. Und jetzt Tor, und das war ein starkes Tor. Keine Chance für Schego. Emil Lerke, 19:23. Weiter geht's. Wurf von Ellebeck. Kastelitz wehrt ab. Ellebeck kriegt den Freiwurf. Bereits ausgeführt auf Persson. Dann rüber auf halb links zu Sebastian Heimann. Da muss Druck her, vielleicht auch mal über außen kommen. Über außen, meine Herren. Außen ist auch noch jemand. Durch die Mitte ist nicht so einfach. Oh. Ja, aber Basti Heimann. Ja, da war jetzt ganz viel Frust dabei. Ja, aber definitiv. 20:23. Und das war jetzt spannend. Mit einem guten Endspurt kann Frischhoff hier das Spiel noch drehen. Da gibt es gar kein Vertun. Aber Flo Kehrmann, der ist so cool, bringt wieder den Torwart. Man nimmt den Torwart raus, bringt den 7. Feldspieler. Und das ist natürlich für jede Abwehr schwierig. Jetzt kommt der Ball nach außen und der knallt ihn von der Rechtsaußenposition oben links rein. Die Nummer 41. Nee, die 14, Bobby Schagen. Bobby Schagen war das, ja. Und jetzt wieder ein Treffer für Frischau. 21:24. Bobby Schagen, mittlerweile 24, war ja in Stuttgart einige Jahre. Und wenn der da ein Tor gemacht hat, gab es immer einen extra Song für den. Kennst du den? Ne? Tulpen aus Amsterdam. Oh. Weil Bobby Schagen ist natürlich ein Niederländer, Holländer aus womöglich Amsterdam. Und dann gab es die Tulpen und die hat er jetzt zum ersten Mal eingeschenkt. Ah! Mann! Mann! Durch die Hosenträger. Jan Prosch am Kreis. Und jetzt wieder ein im Konter von Frischhoff vergeben. Jetzt ist das mir zu wild. Ja, das ist auch wild. Das ist mir jetzt zu wild. Da muss jetzt mehr Ruhe rein. Heieieiei. Warum denn solche überhasteten Abschlüsse? Also erstmal Prosch am Kreis, kriegt den Ball. Kommt gar nicht so richtig zum Wurf. Aber durch die Beine von Schego zum 21:25. Und dann ein schneller Konter. Zu schnell beendet oder abgeworfen. Ja. Kein Tor. Mit 4 Tore hinten und wenn es jetzt dumm läuft, dann sind es gleich 5 und da muss man sich Sorgen machen. Ja. Dann muss man sich Sorgen machen, das machen viele hier jetzt schon, weil es ist etwas deutlich ruhiger geworden. Nur die Lemgo-Fans, so ungefähr 80 bis 100, sind hier gut drauf, das ist verständlich. Hey, das war Stürmerfaul, das war Stürmerfaul, das ist Bobby Schagen, egal, das war Stürmerfaul und Bobby Schagen im Nachsetzen. Jetzt sind es 5 Tore, 11 Minuten und 30 noch zu spielen. Wir haben 2 rote Karten, wir haben mit Josip Zarac ebenfalls eine rote Karte. Wir haben ihren Spielmacher Tom Sutton verloren und sie haben ihren tschechischen Nationalspieler verloren durch rote Karten. Und Ellebeck. Ja, der will es natürlich schon auch nochmal zeigen, aber kein Spiel über die Flügel, kein Spiel. Wahrscheinlich aus dem Spiel heraus, Marcel Schiller ein Tor und Lothmann auch ein Tor. Ja. Und das ist zu wenig und Ellebeck probiert es und trifft den Pfosten und
den Rebound holt sich Bobby Schagen. Boah, die Einwechslung von dem hat sich jetzt schon gelohnt. Macht zwei Tore und jetzt fischt er den Ball auch noch. Da muss doch einer von Frischhoff da sein. Ja. Ah, wollen wir nicht ungerecht sein, so ein Abpraller, da hat halt einer das bessere Ende für sich. Und wenn es mal, wie hat er gesagt, hast du was am Fuß, ja, dann hast du was am dann Fuß. Dann hast du wirklich was. Ja. Das war allerdings ein Fußballer, der das gesagt hat, aber der hat trotzdem recht gehabt. Ja. So, jetzt aber. Hutecek lässt sich Zeit. Jetzt ist die Hand oben und Tor. Oh, jetzt wird es aber auch deutlich. 50. Spielminute gleich, 21:27. Und jetzt nimmt Markus Bauer die Auszeit. Höchste Zeit. Und jetzt gibt es Pfiffe. Ui, das ist noch nicht ganz bitter jetzt. Das ist ganz bitter. Ja, das ist jetzt wirklich bitter. Wenn man eigentlich eine erste, gute erste Halbzeit spielt. Da war eigentlich alles so angerichtet, dass es ein spannendes Handballspiel wird. Mit natürlich hoffentlich dem besseren Ende für Frischhoff. Da macht man den zusammen Spieltag, so nach dem Motto soziale Verantwortung. Und 500 ehrenamtliche Helfer sind eingeladen zu diesem Spiel. Und dann steht es jetzt knapp 10 Minuten vor Ende, 21:27. Und jetzt sage ich mal, jetzt braucht Frischhoff, ich rede ungern von Wundern, aber jetzt muss schon ganz viel passieren, dass Frischhoff da nochmal zurückkommt. Ja, jetzt soll es ein ganz junger richten. Und da braucht es vor allem jetzt mal ein ganz schnelles Tor. Elias Nebel jetzt mit auf der Platte. Ja. Ja, der Youngster muss jetzt über Verantwortung übernehmen, wo es natürlich am schwierigsten ist, aber der macht mir so einen ganz stabilen Eindruck. Der bleibt ganz ruhig. Ah, schaut sich den Ball mal ein bisschen an. Aber er muss natürlich jetzt keine lange Einspielzeit. Er muss jetzt auf Tempo machen. Es muss Druck her. Druck aus dem Rückraum. Druck von Ellebeck. Druck von Nebel. Der wird angespielt und verliert den Ball. Das war gut gemeint, aber das Abspiel war auch schon wieder nicht gut. Ja. Natürlich alles mit Tempo, schon klar. Aber dann muss der Ball gefangen werden oder anders geworfen. Das war ein Fehler. Wer den größeren Anteil hat, lassen wir mal stehen. Auf ja, jeden Fall Ballverlust für Frischhoff. Beide beteiligt, ja, genau. Boah. Da kommt wieder ein müder Zuschauer, auch enttäuscht. Geht da noch was? Ja. Gut abgewehrt. Ja, Hutecek spielt jetzt auf rechts außen. Hutecek, nein, der täuscht den Wurf nur an. Jetzt ist Zeitspiel angezeigt. Lerke, Hutecek und dann der Wurf und Tor. Und der Jubel ist natürlich groß bei Nebko. 21:28. Cool. Heimann jetzt nur noch in der Abwehr. 7 Tore Rückstand. Noch 8 Minuten und 40 Sekunden zu gehen. 4.400 Zuschauer in der EWS Arena. Und das alles beim ersten Heimspiel an einem Montag. Nebel, komm, geht drauf. Ja, das... Da hat er ein bisschen Glück. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Das Anspiel war jetzt nicht so toll. Aber Kosina bekommt den Freiwurf. Das ist gut so. Nebel, was macht er? Anspiel auf Persson, der muss wieder zurück, damit er mit Schwung kommen kann. Der kleine Nebel kommt da nicht durch. Nein. Ja, weiß man uns komplett die Zähne gerade aus in der Abwehr. Zahnlose Tiger von Frischhoff und Persson nagelt das Ding in Ellebeck, hau das Ding, ja, neben den Posten rein. Kosmetik oder nochmal ein Endspurt, das wird sich zeigen jetzt. Oh. 22:28. Also, 22:28. Voll 6 Tore. War klar, dass sie nach den beiden Niederlagen hier mit Messer zwischen den Zähnen kommen, aber ich meine, nach so einem Ergebnis hat es lange nicht ausgesehen heute. Die erste Halbzeit war noch ganz okay, aber jetzt in der zweiten Halbzeit ist das schwach. Ja, und jetzt gibt es eine Zeitstrafe, pass auf.
Das war so ein bisschen griechisch-römisch von Basti Heimann. Der schiebt natürlich auch Frust jetzt. Ja. Aber es gibt nur einen Freiwurf. Also die Nummer 25 wurde da zwar gut angegangen, nämlich Nils Versteinen. Aber der kann auch was einstecken und bleibt da schon ein bisschen länger liegen. Und jetzt wird gewischt. Und es sind jetzt noch 7 Minuten und 15 Sekunden bis zum möglichen bitteren Ende für Frischau. Das wird sich jetzt zeigen. Zack, bumm und jawohl. Torwart Ravensbergen hält. Und Ellebeck und Heimann. Und jetzt muss Druck her, jetzt muss es auch schnell gehen. Wir haben die Zeit nicht, Leute. Wir haben nicht die Zeit, lang mit dem Positionsspiel sich zu beschäftigen. Wir müssen drauf. So wie Persson jetzt kriegt was? Nur ein Freiwurf. Kosina jetzt mit 7 Meter. Boah. Den muss man nicht geben. Aber jetzt geben sie den. Davor waren ein paar andere. War ein paar andere Situationen, aber egal. Ja, Kosina wird so behindert, dass er den 7 Meter bekommt. Jetzt kommt Marcel Schiller. Den muss er natürlich machen. Der ist elementar sozusagen. Ja, wenn wir den nicht machen, dann brauchen wir keine Aufholjagd damit gehen. Ich hoffe, er hat noch eine Patrone drin. Marcel ist ein sicherer 7-Meter-Schütze. Ich vertraue ihm da gegen Uwe Kastelitz. Der kennt natürlich Marcel auch noch. Und jawohl, Tor. Kastelitz macht den Hampelmann. Schiller haut das Ding rechts am Posten rein. Und es steht 23-28. Auf geht's. Schnelle Beine, 6-0-Deckung stellen. Und der Gästetrainer Florian Kehrmann natürlich ganz konsequent wieder den Torwart raus mit 7 Feldspielern. Ja, da ist natürlich dann immer eine Anspielstation mehr da. Aber jetzt gilt, das hilft alles nichts. Ja, gut, variabel jetzt. Schnell auf den Beinen die Göppinger Abwehr. Aufpassen. Jawohl, draufgehen. Ja, Anspiel an den Kreis, gelingt. Aber Frischauf mit Empty Go. Oh. Der war stark. Und der war wichtig, weil es jetzt auf das Tempo geht. So, jetzt geht es ran an die Sache. Das war ein Wurf von ganz hinten. Oh, Marcel Schiller, da war sowas von Schmackes dabei. Einfach, bumm, Crash. Bumm, ja, und nun Uhr war schon auf dem Rückweg. Also noch ein Schritt und dann wäre er vielleicht rangekommen, aber war von Marcel sehr, sehr gut gemacht. 24-28. Kommt Göppingen nochmal zurück. Kann Frischer auf die Niederlage abwenden. Sind die Lemgoer so cool? Oder kommt jetzt noch mal Bad Ravensbergen im Tor? Jetzt wird lange gespielt, jetzt muss der Abschluss da sein. Hand ist oben. Anspiel ans Kreis, Ball wieder verloren. Und Ravensbergen macht das Tor nicht. Der macht es nicht. Der wirft den Ball an den Pfosten. Boah, und Basti Heimann dreht fast durch, weil er vorne allein war. Der Ball muss zu Basti Heimann kommen. Und gar nirgends anderswohin. Aber da dachte er, er muss schnell machen. Und der Ball war sowas von. Ja, der war ganz, ganz, ganz locker. Dann tropft er an den Innenpfosten. Oh. Und statt er vom Innenpfosten reingeht, springt er raus. Das wäre es doch nochmal gewesen. Jetzt kein Tor bekommen. Kein Tor bekommen. Aufpassen. Guter Check. Aufpassen. Oh, das hat er gut gemacht. Ja, und da war er dran. Ravensbergen und hat sich jetzt verletzt. Und zwar. Okay. Das sieht nicht gut aus. Oh je, oh je. Das hat er sich komplett verdreht. Ja. Au. Ich kann nicht hinschauen. Ich auch nicht. Oh je, oh je. Also, was war passiert? Emil Lerke. Emil Lerke täuscht einen Wurf an. Geht hoch, tippt dann nochmal und steht plötzlich ganz frei vor Bad Ravensbergen. Der kommt ihm entgegen und das muss bei der Landung passiert sein. Oh ja, aber das hat böse ausgesehen. Und sofort der Schrei. Und der Schrei und auch irgendwie auch so eine komische Bewegung mit dem Knie. Au. Also ich habe folgende Befürchtung. Der wird mit der Trage nach draußen gebracht. Du wirst sehen, da kommen jetzt gleich die Malteser.
oder wer da heute da ist, der muss sofort ins Krankenhaus, da muss sofort ein MRT her. Der hat Schmerzen. Ja, da hält er sich jetzt auch das Gesicht. Das tut mir so leid für Bart Ravensbergen. Und jetzt kommt das Rote Kreuz. Ist das Rote Kreuz, ja? Und jetzt müssen die den Bart Ravensbergen. Jetzt lässt man die Bahre erstmal nach unten. Oh. Das sieht nicht gut aus. Das ist auf jeden Fall, also da bin ich mir sicher, was mit dem Knie. Und zwar mit dem, das müsste das rechte Knie sein. Und das muss man einen riesen Beifall mitgeben für Bart Ravensbergen. Das heißt, wenn Bart jetzt ausfällt, dann haben wir noch Marin Cego und dann gibt es Julian Bugele mit dem Zweitspielrecht bei Haukheim. Und dann muss man klären, wer hat da die erste Präferenz beim Zweitspielrecht. Julian Bugele wurde ja gestern zum Spieler des Jahres gewählt. Und jetzt gibt es Beifall, Aufmunter und Beifall für Bart Ravensbergen, der hier auf der Bahre, und das sind ganz bittere Momente in jeder Sportart. Ei. Also, blöde These, aber lieber verliere ich das Spiel, aber nicht den Torwart. Ja. Beides ist blöd, aber das ist noch viel blöder jetzt und viel schlimmer, weil ich habe die Sorge, Bart hat sich richtig ernsthaft verletzt. Ja, ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass er den lange nicht auf der Platte sehen werden. Weil das war eine Zerrung oder irgendwas, das wäre ja noch gut, aber meistens sind es dann schon die Bänder. So, Kosina macht Tor Nummer 25. Das macht natürlich eine Mannschaft auch was, wenn ein Spieler Sportkameraden auf der Bahn nach draußen gefahren wird. Ja. Da bist du natürlich auch erstmal geschockt. Aber jetzt muss Frischhoff nochmal die letzten 3 Minuten und 20, so lange geht es jetzt ganz genau noch. So lange muss Frischhoff jetzt nochmal Gas geben. Mit 4 ist man hinten. Im Handball hat es schon alles gegeben. Auch wenn ich jetzt klinge wie der Pfeifer im Wald, weil jetzt schon die nächste Aktion startet und es gibt wieder einen Freiwurf und die Zeit läuft für Lemgo. Nicht mal mehr 3 Minuten, 4 Tore Rückstand. Mann. Auch bei uns beiden merke ich, der Stecker war auch ein bisschen gezogen. Ja, das war schon durch das Ergebnis und dann kommt sowas drauf. Wenn dann eine Niederlage, wenn du die dann auch noch so teuer bezahlst, Niederlagen tun so immer weh und dann aber sowas noch oben drauf. Jetzt nochmal Anspiel an den Kreis, wehren sich gut und dann gibt es 7 Meter. Ja, kann man geben. Ja, da brauchen wir nicht diskutieren. Schade. Frederik Simak holt den raus. Und Manuel Zehnder, das haben wir mittlerweile gelernt, hat 7 oder 8. 7 Meter. 7 bis jetzt, oder? Das haben wir 2, 4, 6, 7, ja? 7 hat er gemacht, also. Ja, heute eh eine 100%-Quote. Einmal war er nur auf dem Feld. Ja. Und dann mit dem Wurf, den hat er auch gemacht. Jetzt Cego. Und das muss er halten. Den muss er halten, macht er aber nicht. Damit steht es 25-30. Da braucht man jetzt kein Prophet mehr zu sein. Und die ersten Zuschauer gehen auch schon. Weil da rechnet niemand mehr damit, dass Frischhoff das Ding noch in die andere Richtung bekommt. Das ist jetzt Kosmetik. Da lege ich mich jetzt schon mal fest. Ja, und dann darf sich Urkastelitz noch mal auszeichnen nach einem Wurf von Erik Persson. Und jetzt wird es auch noch deutlich, also auf der Homepage der Gäste stand, wir haben was gut zu machen in Göppingen. Und da sind sie gerade richtig dabei. Und dann hoffen wir natürlich, dass Frischhoff da doch noch was macht. Und dann hoffen wir natürlich, dass nicht noch was dazu kommt. Rote Karte für Josip Sarjac in der ersten Halbzeit schon. Und jetzt kriegt Bart die Finger nicht dran.
Und dann wirft Heimann und von der Mittellinie sieht gar nicht, dass der Urkastelitz längst wieder im Tor ist. Und so kannst du nur hoffen, dass du nicht noch eins bekommst. 25-31. Ja. Und Uhr wird gefeiert und man kann auch sagen, Uhr war mit ein Garant. Definitiv. Ja. Und die haben ihre zwei roten Karten besser weggesteckt, wie unsere Mannschaft das gemacht hat mit der einen. Und sie haben am Ende mit ihrem 7-6 immer Erfolg gehabt, haben ein Tor bekommen. Und jetzt kriegen sie nochmal eins frisch auf, aus dem Rückraum. Sechstes Tor von Lerke. Sechstes Tor? Ja. Lerke ist ein guter, haben wir gesagt. Heimann geht raus, Neville kommt wieder. Der ist seit 8-9 Minuten auf dem Feld, konnte aber keine Akzente setzen, gar keine. Braucht natürlich auch ein bisschen, bis er drin ist, aber die Zeit hat man eigentlich gar nicht. Neville jetzt wieder auf, jetzt auf Lothmann rechts und der trifft nochmal, ja. 26-32 und die letzten 20 Sekunden. Bah, das ist natürlich wirklich ein Stimmungskiller. Ganz gebrauchter Tag, ja. Ja, lassen sie runter tinken die Uhr, ich glaube, da machen sie nichts mehr. Die werden gar nicht mehr werfen, die lassen so runterlaufen. Schiedsrichter werden auch kein Zeitspiel mehr machen. Da geht es noch eine Sekunde und dann ist es aus, dann ist es over. Ja, und jetzt jubelt rot und nicht grün da unten. Hui, gebrauchter Tag. 26-32. Ja, Karl-Heinz, der tut weh. Der heute tut weh, oder? Der Auftritt. Ei, ei, ei. Das fehlen uns auch ein bisschen die Worte, aber ja, wenn man den Spielverlauf eigentlich sieht oder nicht nutzt, heute, man fängt gut an, ist mit 5 Toren vorne, dann geht es auch noch, gibt es Doppelrot und dann gibt man das Spiel aus der Hand. Erste Halbzeit war okay, obwohl man sagen muss, dass man da mit noch mit einem besseren Ergebnis in die Halbzeit gehen muss, als wie mit 14-14. Ja. Da muss man eigentlich mit 2, 3 oder 4 Toren gar führen. Und dann geht man nur mit 14-14 rein. Eigentlich muss man sagen, die Katastrophe hat schon in der ersten Halbzeit am Ende begonnen. Ja. Ja, das war's. Und dann kommt noch dazu, dass man sagen kann, dass die andere, die Gästemannschaft, ganz routiniert und wirklich diszipliniert lange Angriffe gefahren hat, bis to the end, muss man so sagen. Ja, und natürlich auch Hut ab, wenn man zwei wichtige Spieler verliert und das dann so zu Ende spielt, also dann verdient man sich die Punkte auch auswärts. Ja, und es sind ja nicht irgendwelche, die da fehlen. Und die Zuschauer und Zuschauerinnen verlassen hier an uns vorbei, enttäuscht. Die EWS Arena bleibt noch zu sagen, nächstes Heimspiel von Frischau gegen Erlangen, 24. März. Wir sind wieder dabei. Ja, wird auch interessant, wenn dann, jetzt haben wir heute einen Torwart gehabt und mit Teile jemand, der hier schon mal das Trikot getragen hat, da kommt dann der Coach. Ja, und natürlich der bittere Verlust, das muss man auch nochmal sagen, der bittere Verlust von Bad Ravensbergen. Kann da Julian Buchele losgeeist werden vom Doppelspielrecht, muss gleich geklärt werden nachher noch, damit man mit Marin Cego und mit Julian Buchele dann zwei konkurrenzfähige Torhüter dann auch hat. Ja. Und wenn das alles gelingt, dann bleibt zu hoffen, dass die nächsten Aufgaben, die nicht leichter werden, das muss man so an der Stelle auch sagen, die nicht leichter werden, denn jetzt hat Lemgo die gleiche Punktzahl wie Frischau. Genau, und von unten die Mannschaft, die punkten weiter. Also, beide jetzt mit 19 Pluspunkten, ja. Ja, die haben jetzt auch 19-29 für beide Mannschaften und du hast jetzt noch ein bisschen Zeit, ein paar Minuten. Ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt alle die Zeit, um durchzuatmen. Ich glaube, das Ding sitzt richtig tief. Man sieht es auch unten, die Jungs, die Runde drehen. Aber der Markus Bauer, ich glaube, gerade im Interview auch noch so. Ja, er rannt uns ist er nicht, aber ich glaube, passen kann er trotzdem noch nicht. Ja. So, das heißt, wir machen jetzt noch ein kurzes Break, Viertelstunde nach. Abpfiff dürfen wir ja wieder drauf gehen. Dann kommt auch der Sportdirektor zu uns. Christian Schöne, der am Ende auch hier richtig gefrustet war. Vielleicht weiß er dann auch schon ein bisschen was Genaueres von Bad Ravensbergen. Wollen wir sicherlich nachfragen. Da müssen wir natürlich auch wissen, wie wir das Ding heute, diese Unterlage analysieren können. Also, Herr Beck, gleich schauen, wir sehen uns gegen. Wir sehen uns immer wieder und wollen natürlich nicht vergessen, das war das erste Montagsspiel. Ja. Das ging verloren. Machen wir nicht mehr. Schade.
Wir sehen uns wieder und hören uns vor allem wieder am 24. März um 16 Uhr gegen Erlangen. Schönen genau. Abend aus der EWS Arena. Sie und bleiben nachher dran. Geht's weiter. Genau, Sie bleiben dran. Cooldown, nochmal der Hinweis, der Countdown tickt ja runter. Dürfen Sie ganz einfach dranbleiben und dann, wie gesagt, gibt es noch die Analyse und Interviews. Bis gleich.
When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. Tell me, should I go and call up a taxi? We can make out foreplay in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exits. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt to fly you like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to. Right here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? You tell me now. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? Told you
John. Ja. Herzlich willkommen, liebe Frischau-Fans, liebe Handball-Fans, zum Cooldown-Part der Spieltagsshow. Gerade eben noch im Fanradio gewesen, ein bisschen durchgeatmet und trotzdem noch so ein bisschen überlegen, wie man das Ganze greifen, wie man es fassen soll. Christian Schöne ist bei mir, sportliche Leiter und ist, ich glaube, nicht mindestens genauso, sondern mehr angenockt als ich heute. Christian, weil wenn man sieht, da steht zwischenzeitlich 12-7, man ist mit 5 vorne, das mehrfach in Halbzeit 1. Und dann gibt es vom Gegner auch noch die 2 roten Karten und ab da läuft das Spiel in die komplett andere Richtung. Da muss man sich schon, da findet man jetzt schon Worte dafür? Ja, ist schwer einzuschätzen jetzt so kurz nach dem Spiel. 12-7, 6 gegen 4, zweimal in Überzahl, verlieren wir zweimal einen Ball und verlieren danach dann letztendlich völlig den Faden. Das ist natürlich extrem bitter. Und was wir dann in der zweiten Halbzeit spielen, war natürlich unterirdisch. Also da brauchen wir jetzt nicht großartig diskutieren. Und dann kommt natürlich noch die Geschichte mit Bart dazu. Genau. Gebrauchter Tag. Ja. Ganz genau. Die Niederlage tut schon weh. Aber dann natürlich auch noch, wenn man sie so teuer bezahlen muss, dann noch ganz, ganz kurzer Satz dazu. Gab schon Kontakt, weil die Trainer sind schon rein. Wir werden gleich zur PK geben. Ja, ich habe jetzt die letzten Minuten vom Spiel nicht mehr gesehen. Ich war in der Kabine dann und ja, ist eine schlimmere Knieverletzung zu befürchten. Mehr wissen wir jetzt nicht. Wir werden morgen natürlich Untersuchungen haben. Aber alles andere wäre jetzt Spekulation. Ich glaube, wir nehmen uns gleich noch ein bisschen Zeit, gehen ein bisschen genauer drauf ein, weil man muss es ja wirklich so aufsplitten. Also bis zu diesem 12-7, da ist es eigentlich richtig gut gelaufen, vor allem die Anfangsphase, auch defensiv. Ja, ich finde, wir kommen sehr, sehr gut ins Spiel. Bart hält super, es passt eigentlich relativ viel zusammen. Plus 5, relativ schnell 8-3, dann 12-7 und wie gesagt, dann 2 rote Karten und wir verlieren völlig den Faden. Genau, jetzt gehen wir ab in die PK und dann knüpfen wir da nachher dran an. Jetzt die beiden Cheftrainer mit Karl-Heinz Beck. Die Pressekonferenz von Frisch auf Göppingen wird Ihnen präsentiert von TeamViewer. Sicher, skalierbar, leistungsstark. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Liqui-Moly-Bundesligaspiel Frisch auf Göppingen gegen den TPV Lemgo. Halbzeitstand 14-14, Endstand 26-32. Heute Abend beim ersten Montagsspiel von Frisch auf Göppingen in der Liqui-Moly-Bundesliga waren 4.400 Zuschauer in der EWS-Arena. Herzlich willkommen und Glückwunsch an den Gästetrainer Florian Kiermann und herzlich willkommen auch an unseren Coach Markus Bauer. Flo, Auswärtssieg für deine Mannschaft, Gratulation und dein Statement. Ja, schönen guten Abend. Erstmal herzlichen Dank für die Glückwünsche. Ich glaube, wir haben jetzt 5-1 Punkte am Montag. Wahrscheinlich sollten wir den Antrag stellen, immer Montag zu spielen. Das war schon unser drittes Spiel. Aber ich glaube, nach 15 Minuten, 20 Minuten hat das hier so nach so einem Spiel ausgesehen. Ja, wir fahren mal deprimiert nach Hause. Göppingen war, glaube ich, am Anfang wirklich sehr präsent. Sie haben unsere Abwehr auseinandergespielt. Wir haben uns vorne sehr schwer getan. Und bei 12-7 war das Spiel schon fast weg, wenn man dann auswärts bei so einer heimstarken Mannschaft spielt. Und dann hat uns das 7 gegen 6 geholfen. Wir sind ins Spiel gekommen, wir sind auf 12-10 rangekommen. Das hat sehr schnell gefruchtet und dazu haben wir auch gut Abwehr gespielt. Und dann kommen halt die beiden Nackenschläge mit den roten Karten bei 12-10. Oft ist das dann so, wenn man auswärts spielt, dann schafft die Heimmannschaft dann wieder, diese 3, 4, 5 Tore dazwischen zu legen. Bei uns war das heute so, wir machen dann ein Tor bei 4 gegen 6 und das gibt uns Stärke. Und ich glaube, dass wir dann zur Halbzeit rankommen, das war wirklich purer Wille. Wir haben dann 1, 2 gute Paraden, vorne wirklich auf den Punkt auch das 7 gegen 6 gespielt und kommen dann, und das war, glaube ich, sehr wichtig, auch in der zweiten Halbzeit über eine sehr, sehr gute Abwehrarbeit. Und das sieht man ja oft nicht, wenn man dann das 7 gegen 6 vielleicht sieht und dass wir dann immer Tore erzielen. Aber wichtig ist in so einer Situation auch, dass man sehr gut verteidigt. Und da haben wir wirklich Göppingen vor Aufgaben gestellt und konnten uns dann absetzen, natürlich mit einer
hohen Effektivität im 7 gegen 6. Auch mit ein bisschen Glück, wenn ich an den langen Ball denke, der an Pfosten geht. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass wir ja einfach diesen riesen Willen dann entwickelt haben. Und da muss ich meiner Mannschaft ein ganz, ganz, ganz großes Kompliment machen, wie sie sich heute ja, gegen die heiße Atmosphäre hier und auch am Anfang eine sehr körperlich gut auftretende Mannschaft gewehrt hat und das Spiel auch gedreht hat. Und jetzt müssen wir ganz schnell durchschnaufen, weil wir haben am Donnerstag schon wieder das nächste Heimspiel, wieder ein Spiel gegen Gegner auf Augenhöhe. Davon haben wir, ich glaube, nicht nur wir, sondern auch Göppingen, dieses Jahr noch ein paar, diese Spiele gegen Tabellenplatz 7 bis 18, alles Spiele auf Augenhöhe. Und da versuchen wir zu Hause jetzt die nächsten beiden Punkte zu holen. Danke. Dankeschön, Florian Kehrmann. Dann machen wir weiter mit Markus Bauer. Markus, dein Statement zu diesen 60 Minuten. Ja, als erstes auch Flo, Glückwunsch für den Sieg, der am Ende brauchen wir nicht diskutieren, auch absolut verdient war. Du hast es recht gut beschrieben. Wir sind wirklich gut rausgekommen, wir haben gut gearbeitet, waren sehr präsent, vor allen Dingen im Abwehrspiel. Hatten auch vor dem Angriff gute Lösungen, die Abwehr von Lemgo auseinanderzuziehen, gute Wurfmöglichkeiten zu finden und sind da dann auch 7-2, dann war es nachher, glaube ich, 10-7, 11-7, 12-7 sogar noch, sehe ich gerade. Und dann bei 12-10 gab es diese zwei roten Karten, wo wir dann danach gleich auf 13-10 kommen. Und für mich war dann so ausschlaggebend, dann hatten wir die Chance im 6 gegen 4 und haben da dann den Ball verloren. Und so wie Flo gesagt hat, hat Lemgo dann ein Tor gemacht im 5 gegen 6, haben einen Torwart raus und machen ein Tor unter Zeitspiel, ganz oder Arm hoch, ganz blödes Ding, Bart durch die Hände geflutscht. Und dann haben wir bis zur Halbzeit so ein bisschen die Ordnung verloren, hatten dann bei 14-13 eine klare Chance von außen, die nicht gemacht. Und anstatt 15-13 gehst du dann mit 14-14 in die Halbzeit. Und zweite Halbzeit hat dann relativ schnell Lemgo über die 7 gegen 6. Das haben wir bisher wirklich in dieser Saison sehr gut verteidigt. Haben sie heute sehr gut gemacht. Wir haben nicht die Lösung gefunden. Emil Lerke hat es wirklich so gut wie ohne Fehler gemacht. Und haben dadurch uns auch so ein bisschen im Angriff geschwächt, weil wir unzufrieden waren mit dem, was hinten gelaufen ist. Wir haben Würfe genommen, die man so nicht nehmen darf. Das Kreisläuferspiel hat heute gar nicht funktioniert. Sind wir gar nicht durchgekommen, spricht natürlich für die Abwehr dann auch von Lemgo in der zweiten Halbzeit. Und ja, und dann hatten wir den einen Ball noch, wo man dann auf zwei rankommen kann, wo der an Innenpfosten geht, bei den Bart wirft. Und dann wird es am Ende 6. Und viel schlimmer ist jetzt das Warten, was bei Bart rauskommt. Und natürlich die Enttäuschung. Wir haben uns viel vorgenommen heute und haben das aber ab der 25., 22. Minute so ein bisschen dann vermissen lassen, durchzuziehen und da bin ich schon enttäuscht drüber. Danke. Dankeschön, Markus. Jetzt wäre so die Zeit, wo die Journalisten ihre Fragen stellen können. Mikros sind scharf gestellt. Rainer, bitte. Markus, bei auch Ravensburgen, hab die Situation nicht richtig gesehen. Hat er sich ins Bein verdreht, Kreuzbandriss, Verdacht, irgendwann, ich habe es nicht gesehen. Kannst du es nochmal ein bisschen näher erläutern? Ja, er ist wohl auf dem Standbein, hat das Knie durchgeschlagen und so ein bisschen verdreht. Also das Knie ist es ja. Das kann ich sagen. Alles Weitere werden wir die nächsten Tage dann erfahren. Weitere Fragen an die beiden Coaches? Dann haben die das auch super analysiert. Flo, dann bleibt mir euch einen guten Nachhauseweg zu wünschen. Viel Erfolg weiterhin in der Liga und ich hoffe, wir sehen uns dann in der kommenden Runde wieder. Dankeschön. Meine Gäste gleich in der OSG-Lounge sind Erik Persson
und Krešimir Kosina. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit der Spieltagsshow und Holger Laser. Schönen Abend, auf Wiederhören. Die Pressekonferenz von Frisch auf Göppingen wird Ihnen präsentiert von TeamViewer. Sicher, skalierbar, leistungsstark. Ja, liebe Zuschauer, wir haben natürlich auch aufmerksam zugehört. Die Analyse der beiden Coaches. Christian, wir haben ja davor auch schon losgelegt. Großes Thema natürlich die Verletzung von Bart. Immer bitter, wenn man sowas dann ja, wegstecken muss. Aber heute das Thema ist einfach schon auch das Ergebnis, das am Ende da steht. Man macht ja einen Zusammenspieltag Montagabend, man rührt die Werbetrommel und dann ist es einfach nicht das, also was ab Minute 20, 25 passieren darf, oder? Ja, so ist es treffend beschrieben. Ich finde, die ersten 20 Minuten, mit denen können wir sehr gut leben. Was danach passiert, habe ich gerade schon gesagt, ist schwer erklärbar und dann auch eine unterirdische Leistung. Das muss man einfach so sagen. Wir fallen dann mehr oder weniger auseinander. Uns fehlen die Ideen, uns fehlt der Ballfluss vorne. Es ist eine Menge Verunsicherung da, nach einem Fehler nach dem anderen. Und das sind ja nicht nur unsere Fehler, sondern damit machen wir Lemgo natürlich stark. Kriegen die immer breitere Brust und dann läuft das Spiel so, wie es läuft. Und das ist für uns schon ein sehr, sehr extremer Rückschlag, finde ich. Genau, hinten warten auch schon die Spieler. Basti Heimann ist David Poteco. Deswegen abschließend noch die Frage. Jetzt habt ihr eine kurze Woche und dann geht es am Sonntag nach Flensburg, bevor dann so eine kleine Pause ist. Natürlich jetzt auch ein Gegner, der einem in der Verfassung nicht unbedingt Flensburg konnte, nie gelegen. Aber das ist schon ein Brett vor der Brust. Ja, aber wie gesagt, in der Liga gibt es ja, das haben wir heute auch wieder gesehen, es gibt keine einfachen Spiele und deswegen maximal gut vorbereiten auf Flensburg und gucken, was geht. Wir haben eine Menge Überraschungen schon erlebt in dem Jahr und dementsprechend muss man halt auch dran glauben, in jedem Spiel eine Chance zu haben. Und so gehen wir es an, dass das kein Selbstläufer wird, dürfte jeder wissen. Ne? Genau, dann erstmal vielen, vielen Dank. Wir machen kurz Werbung, liebe Zuschauer. Wir zwei sind durch erstmal und dann kommen gleich Basti Heimann und Vid Poteco. Dankeschön, Christian. Hier, seit wann wird Heiligs Blechle im Frühjahr eingemottet? Der geht jetzt in Ruhestand. Ich fahr bloß noch mit Bus und Bahn. Aber du bist ja auf den Trichter gekommen. Jetzt gibt's doch das neue 49-Euro-Ticket. Hat billiger geht's nicht mehr. Und funktionieren tut's auch, das habe ich bei dir gesehen. Und ganz ehrlich, für 49 Euro machst du nichts falsch. Da, zu mir hat einmal einer gesagt, wenn man will, geht alles. Jetzt dein Deutschlandticket für 49 Euro sichern. Online bei dem VVS kaufen und deutschlandweit fahren. Mehr Infos unter vvs.de. Mein Name ist Tim Wanner. Ich arbeite bei EEW Göppingen als Industriemechaniker mit Zusatzqualifikation Elektrofachkraft. Ich habe während dieser Ausbildung meine Leidenschaft für E-Technik entdeckt und deswegen direkt danach noch eine zweite Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik angeschlossen. Bei EEW wird viel Wert auf eine professionelle Ausbildung gelegt und es erwarten euch krisensichere Jobs mit Perspektive und Zukunft. Wir suchen immer tatkräftige Kolleginnen und Kollegen, also bewerbt euch. EEW Göppingen. So, liebe Zuschauer, der letzte Part unserer Spieltagsshow, OSG-Spieltagsshow, frisch auf Takt, der Cooldown und noch zwei Spieler da, die sich auch nach so einem Ergebnis stellen. Basti Heimann mit Poteco sind zu mir gekommen. Wir haben es gerade schon gehört von den Trainern, von Christian. Man kann es eigentlich gar nicht fassen. Eigentlich ist es ein Spiel, das wahrscheinlich sogar so losgeht, wie ihr es euch erwartet habt. Und dann gibt es da ab Minute 20, 25 ein komplett neues Match, Basti, oder? Na klar, wir kommen gut rein. Gehen gleich 2-0 in Führung, führen glaube ich auch mit 8-3, lassen Lemgo dann wieder ein bisschen ran auf 9-7, setzen uns dann aber auch wieder auf 5 Toren und dann fällt uns nichts mehr ein. In der Abwehr haben wir Probleme mit dem 7. Feldspieler, kommen selber dadurch nicht mehr ins Tempospiel, weil wir viele Tore bekommen haben und in der zweiten Halbzeit, war es dann ein richtig gutes Spiel von Lemgo, uns hat die Durchschlagskraft gefehlt, in der Abwehr ist uns wenig eingefallen, wie gesagt, gegen den 7. Feldspieler und was uns natürlich viel, viel mehr wehtut als die Niederlage ist dann, dass sich Bader am Ende noch verletzt hat,
das kommt dann natürlich in so einem Dreckspiel, wenn man das so sagen kann, kommt es dann natürlich mit oben drauf. Es tut natürlich weh, aber ja, müssen jetzt das Spiel analysieren, woran es gelegen hat, weil wir wirklich gut reinkommen und es dann eigentlich nicht so sein darf, dass wir den Faden so verlieren. Genau, gleich kommen wir auch nochmal zum Spiel, aber weil du gerade Bart schon angesprochen hast, ihr seid alle auf der Bank gesessen mit und habt es gesehen, Hände vor das Gesicht geschlagen, weil jeder weiß, ja, jeder von euch weiß auch, hat auch selber schon die Erfahrung gemacht, wie schwer so Verletzungen dann sind. Man hat sofort gesehen, das ist etwas Schlimmeres, oder? Ja, heute ist einfach Tag zum Vergessen, weil wir haben nicht nur Spiel verloren, aber auch unsere wichtige Mann. Und schon nächste Woche haben wir viel zu tun auf dem Training und wir müssen zeigen, dass wir viel besser zu spielen. Wie sauer seid ihr auf euch selbst, weil es gerade, man weiß ja, diese 7-6 von Lemgo und auch selber in den letzten Spielen ist auch viel besser gelaufen nach vorne. Wie sauer seid ihr auf euch selbst, auf eure Leistung? Wie enttäuscht? Ich habe gesagt, dass mit heißer Kopf ist schwer zu kommentieren. Wir müssen Analyse gemacht und im nächsten Training 100% zu arbeiten. Genau. Basti, weil es auch ein Thema war in der PK, dieses 7-6. Man weiß, Lemgo kommt so, am Anfang läuft auch alles ganz gut, aber dann kommt dieser Bruch und dann kommen auch noch diese zwei roten Karten dazu. Hat das vielleicht auch was im Kopf gemacht, wenn man da denkt, mit Zuton ein Schlüsselspieler, dann natürlich auch noch am Kreis jemand weg oder hat man das gar nicht im Kopf mit dabei? Na gut, natürlich hat man das auf dem Schirm und ich glaube, das hat das ganze Spiel für uns nur noch schwieriger gemacht. Lemgo hatte dann in der Phase eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ging dann eigentlich los, dass uns im 6-4 vorne nichts eingefallen ist, wir ins Zeitspiel kommen und dann sehr nicht mal hinkriegen, einen guten Abschluss zu generieren. Das darf uns einfach nicht passieren. Da müssen wir einfach in solchen Schlüsselphasen müssen wir einfach abgezockter sein. Und das, was wir in dem Angriff dann abgeliefert haben, haben wir dann eigentlich, wie gesagt, über das ganze Spiel oder über die letzten 35 Minuten durchgezogen. Das Spiel, wir geben uns auf in der zweiten Halbzeit. Das darf uns in der eigenen oder das darf uns generell nicht passieren, vor allem nicht für unseren Zuschauern. Haben deshalb dann natürlich auch verdient den einen oder anderen Pfiff bekommen. So dürfen wir uns dann nicht präsentieren, wenn das Spiel schwer wird. Wir müssen da mehr dagegen kämpfen, wir müssen uns mehr reinbeißen ins Spiel und das ist uns heute einfach nicht gelungen. Und wie Witt gerade gesagt hat, wir müssen es analysieren, woran es gelegen hat dann am Ende im Angriff. Und wir haben es diese Saison schon zweimal gezeigt, dass wir den 7. Feldspieler von Lemgo gut im Griff haben können. Aber heute ist es uns nicht gelungen. Die haben sehr, sehr gute Lösungen gefunden und hatten dann natürlich auch mit Emil Lerke einen, der heute sehr, sehr gut getroffen hat. Und das hat es für uns dann umso schwerer gemacht, weil wir raus mussten und so haben die Kreiswerfer dann ihren Freiraum gehabt. Ich will euch auch nicht zu lange nerven, Jungs, aber ein Ausblick muss natürlich noch sein. Nächsten Sonntag geht es dann schon wieder hoch in Norden. Erstens mal eine lange Reise und dann natürlich auch entsprechender Gegner gegen Flensburg. Aber man weiß auch in der Liga, man hat es auch bei dem Spiel hier gesehen, es kommt nicht auf die Tabelle an. Es geht erstmal um eure Leistung in Flensburg, oder? Auch dann kann man dort auch was mitnehmen gegen Flensburg. Guter Gegner, aber ihr müsst an die Chance glauben. Ja, Flensburg, ich immer Favorit. Ja. Und ich will, aber wir haben schon in der EWS Arena zu schauen, dass wir kann gegen Flensburg spielen. Und wir müssen da gehen mit Siegermentalität. Genau. Wiedergutmachung ist aber eigentlich, muss man auch mal sagen, auch bei den nächsten Heimspielen vor allem auch mal angesagt. Weil heute war an einem Montag so eine volle Halle. Du hast es gerade gesagt, man kassiert dann die Pfiffe, dann wahrscheinlich dann oder auch nicht zu Unrecht. Das heute war einfach ein schmerzlicher Tag und aufarbeiten ist das Einzige, was geht, oder? Aufarbeiten, beim nächsten Spiel besser machen. Wir haben jetzt eine lange Trainingswoche vor uns. Da müssen wir, wie gesagt, das analysieren, was heute nicht gut war. Müssen dann vielleicht auch viel reden, wieso, weshalb, warum. Vielleicht muss sich auch der ein oder andere mal ein bisschen abkotzen, was ihn gestört hat. Und müssen wir dann auch akzeptieren. Jeder hat das Recht, das zu sagen, was ihn stört. Und da müssen wir das als Mannschaft im nächsten Spiel besser machen. Wir fahren natürlich nicht als Favorit nach Flensburg, auch wenn wir das Heimspiel gewonnen haben. Das wird für uns ein sehr, sehr schweres Spiel. Und wie du es vorher gesagt hast, wir müssen an unsere Leistung, die wir
die wir dieses Jahr oder an die gute Leistung, die wir dieses Jahr auch schon gezeigt haben, daran müssen wir anknüpfen, um dort eine Chance haben zu wollen. Genau, und danach ist ja dann auch mal so ein bisschen was zum Durchatmen, Kopf vielleicht freikriegen, wenn ein paar Jungs unterwegs sind bei den Nationalmannschaften. Also wie gesagt, vielleicht kommt das jetzt ganz gelegen vor, im nächsten Heimspiel dann auch gegen Erlangen. Dann freuen wir uns dann hier Hartmut Meierhofer begrüßen zu dürfen, aber da gibt es dann keine Geschenke an ehemalige Frischaufspieler, so wie heute. Die Herren, ab unter die Dusche. Vielen Dank, dass ihr euch gestellt habt. Nicht selbstverständlich nach so einem, sagen wir mal, eher bescheidenen Spiel. Vielen, vielen Dank. Und ja, wir sehen uns dann wieder gegen Erlangen. Dankeschön. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss und bye bye.